meine persönliche Freiheit, greift Etienne an. Ja. Ja, so sieht's aus im Status Quo Kinos Plus. Aber darüber, darüber hinaus geht's um eine Armee von Untoten. Es geht um ein blutrotes Kleid. Es geht um eine eiserne Maske. Es geht um ein tödliches Turnier. Und es geht um eine Armee von Untoten im Go Big or Go Home Modus. Das alles jetzt hier bei Kino Plus. Ach ja, und wir haben noch einen geilen Interviewgast. Ja, Paul wieder. Tricky, neuer improvisierter Vorspann. Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Etienne im Studio. Hallo. Hallo. Und mit André Hecker am Bildschirm. Guten Hallo. Tag, moin moin. Hallo, hallo André. Denn heute ist so ein bisschen Spezialfall, die Sendung, muss ich sagen. Denn sie besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil besteht aus uns dreien hier. Aha. Und wir reden über aktuelle Filme, die jetzt gerade zum Streaming erhält. Gutes Konzept. Ne? Gut, ne? Ja. Ja. Wir reden vielleicht auch noch über die eine oder andere Veranstaltung oder vielleicht haben wir noch ein Bild oder keine Ahnung was. Mhm. Aber im zweiten Teil der Sendung haben wir Max Huang zu Gast. Max Huang ist der Kung Lao aus Mortal Kombat, dem jetzt gerade frisch erhältlichen Neuverfilmung des Videospiels. Ja. Und da sind aber dann nicht Etienne und André dabei, sondern Silke, Sandro, Steven und ich. Silke, Sandro, Steven und Schröckert. Genau. Viermal S gegen Kung Lao. Denn, das haben wir gestern schon aufgezeichnet, und die Tatsache, dass wir da zu viert sind, ist leider der Tatsache geschuldet, dass Stevens Babysitter abgesagt hat und er nur von zu Hause. Ich konnte nicht. Ja, genau. Ach so. Genau, Stevens Babysitter hat kurzfristig abgesagt, er hat keinen Ersatz bekommen, musste dementsprechend zu Hause auf die Kinder aufpassen und es bestand halt die Gefahr, dass er jederzeit zu den Kindern muss. Deswegen. Haben die kein iPad oder was? Vielleicht nicht genug. Ja. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste Steven halt bei den Kindern bleiben, deswegen konnten wir ihn nur dazuschalten. Und für den Fakt oder für den Fall, dass er mal irgendwie kurzzeitig sich um die Kinder kümmern muss, haben wir halt Silke hinzugeholt, die den Film ja auch schon gesehen hatte. Und falls das Ende dieser Ausgabe dann ein bisschen abrupt wirkt, liegt es daran, dass unser Babysitter dann eben weg musste und wir dann eben auch zu einem Ende kommen mussten. Deshalb habe ich keine Kinder. Ja. Hast du alles richtig gemacht. Ja. Wie immer. Ey, ich hatte eine Woche frei und habe tatsächlich viel Filme geguckt. Das finde ich gut. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe fast nur Filme geguckt. Nee, das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt nicht. Aber Filme, die ich schon kannte. Das ist auch mal gut. Ja, ne? Manchmal muss man sich. Ich habe zum Beispiel gestern auch wieder einen Film gesehen, den ich schon kannte. Allein, um über einen Film zu reden, über den wir heute noch reden werden. Aber du kannst gerne natürlich erstmal erzählen. Ich glaube, ich habe gar nicht alles eingetragen. André, willst du schon mal anfangen? Hast du irgendwas zuletzt gesehen, was nicht heute auf der Liste für diese Sendung steht? Was nicht auf der Agenda ist. Ja, ja, tatsächlich. Ich habe einmal noch, zwar auch für quasi Arbeit, für den Podcast, nochmal Dream Home nachgeholt. Der asiatische? Genau, wo es quasi, also der Home Estate Slasher, also wo es darum über den, um den chinesischen oder den Hongkong-Markt geht, Wohnungsmarkt, der eben sehr teuer ist. Ich meine, das kennen wir in Deutschland aus diversen Städten auch. Aber eben, wo es wirklich darum geht, dass man Wohnungen kaum noch bekommt, obwohl man sich quasi zu Tode arbeitet mit verschiedenen Jobs und Co. Und da geht es dann eben darum, dass eine Frau, die unbedingt eine dieser Wohnungen sich auserkoren hat, mit schönem Meerblick und so weiter, unbedingt bekommen will. Und sie bekommt sie aber halt nicht aus diversen Gründen. Und sie beschließt sich dann einfach in diesem Haus einfach alle umzubringen, um sagen zu können, ja, da ist ja quasi ein schlimmes Verbrechen passiert, jetzt müsst ihr den Preis im Preis runtergehen. Also so ein bisschen gesellschaftskritischer Satire-Slasher, der aber bretthart ist. Das ist so ein Cut-3-Ding, also echt krass brutal. Hatte ich auch gar nicht mehr so übel in Erinnerung. Es sind echt viele Sachen dabei. Den habe ich nochmal nachgeholt. Und dann habe ich gesehen Great White, einen neuen Hai-Film, der
nicht in diese Asylum-Sparte rückt, also wirklich absichtlicher Trash und schlechte Windows 98-Effekte, sondern tatsächlich, er wurde angepriesen, die Produzenten haben gesagt, es ist der neue Jaws. Was dann da rauskommt, was bei sowas rauskommt, kann man sich eh denken. Aber ich dachte mir, okay, klar, Halbfilm bin ich immer dabei. Und ich hatte dann eben so eine kleine Erwartung, dass es eben nicht der letzte Scheiß wird, aber es ist leider doch der letzte Scheiß. Weil am Ende des Tages ist es ein bisschen wie The Reef. Es sitzt eine Gruppe von unsympathischen Leuten in einem Schlauchboot, die im Flugzeug abstürzen. Und die werden quasi von zwei Haien verfolgt, während sie übers Meer schippern. Und das ist halt 90 Minuten. Das ist halt genauso spannend, wie es klingt. Dazu war anscheinend nicht so viel Geld da, dass man den Hai wirklich auch sehen oder die Haie sehen kann. Sind meist nur so Schatten unter der Wasseroberfläche. Kann man sich halt komplett schenken. Also daran also, ist gar nichts Jaws. Nicht mal, also die Haie sind weder digital noch irgendwie haptisch. Die sind meistens digital. Meistens sieht man sie aber nicht mal digital komplett, sondern nur so als Schatten angedeutet. Und ganz am Ende im Finale gibt's dann einen Stand-off der wenigen Überlebenden mit einem praktischen Effekt-Hai unter Wasser. Der ist auch ganz nett, aber das sind halt dann so die letzten 3 Minuten des Films. Und da sieht man dann mal einen Hai. Und dann war es halt auch schon. Also das ist halt super unspannend einfach. Weil wenn du halt eine Prämisse hast, ich setze halt Leute in ein Boot den ganzen Film über, bis auf vielleicht 5 bis 10 Minuten, dann musst du halt zumindest irgendwas zu erzählen haben, musst ein Skript haben, was das trägt. Und das ist halt nicht vorhanden, weil die Figuren sind scheiße langweilig. Und die haben nichts zu erzählen. Und es ist halt auch nicht wirklich spannend. Also von daher, der sieht ganz gut aus. So die Optik ist in Ordnung. Also es ist eben kein Asylum-Trash, aber es ist trotzdem langweilig. Also den kann man sich meiner Meinung nach echt schenken. Auch als Hai-Fan. Was ist da los im Hai-Film-Genre? Ja, mal gucken ob Mac 2 irgendwann, mal gucken, ob Mac 2 reißen kann, irgendwann, wenn er kommt. Vielleicht mit dem R-Rating. Low. Ja, low. Wegen Hai. Mhm. B-Low wahrscheinlich. Hai, low, egal. Gut. Etienne. Soll ich sagen? Ja. Also, du kannst ja, also, ich habe geguckt letzte Woche: Idiocracy. Star Wars, The Rise of Skywalker. Ricky O, The Story of Ricky. Wobei, über den darf man, glaube ich, nicht reden. Ich glaube, über den darf man nicht. Ich habe eine Special Edition von dem Film. Also, ihr könnt ja vielleicht anhand dessen erraten, ob ich ihn mag oder nicht. Ah, hast du mit Rommel geguckt, ne? Ja, der hat mir nämlich euphorisch geschrieben, dass er ihn sehr gerne mochte. Ja, hat er ihn zum ersten Mal gesehen? Ja, ich habe ja extra meinem Kumpel Alex gesagt, dass der ihn noch nicht kannte, er soll dich fragen, er soll dir mal schreiben, was Ricky O ist. Und du hast, glaube ich, geantwortet, Braindead, wie hast du es, Braindead, japanisches, nee, was hast du gesagt? Ich hab's ihm, glaube ich, irgendwie asiatisches Braindead, also meets Martial Arts. Also ja. Er sollte auf jeden Fall viel Splatter erwarten und viel Quatschigkeit so. Und das hat, glaube ich, ganz gut gepasst, um ihn in Stimmung zu bringen. Ja, ich darf mir nicht sagen, wie er ihm gefallen hat. So. Und dann haben wir auch, glaube ich, schon. Und dann habe ich halt Mortal Kombat, Army of Dead, komme später. Und dann habe ich zum ersten Mal Der goldene Handschuh geguckt, weil ich gesehen habe, dass der auf Netflix ist, was ich gar nicht wusste. Und dann dachte ich, ja komm, den guckst du jetzt mal an, schließt mal eine Lücke. Ja, wow. Was soll man sagen? Es ist halt irgendwie weird, weil die Läden, wir hatten ja gerade erst eine NDA-Folge zum Elbschlosskeller. Und Silbersack und so, das sind natürlich alles so Läden, die es immer Knallermann. Gibt. Ja, das sind ja wirklich Läden, wenn man hier in Hamburg lebt und abends mal weggeht auf dem Kiez, die einem, zumindest an denen man vorbeiläuft, wenn man nicht sogar schon mal da drinne war. Und irgendwie wirken diese Gestalten, die man da so kennt, als ob man die schon gesehen hat. Also es ist echt näher dran, obwohl die Story ja irgendwie 50 Jahre alt ist. Aber ich fand den Film halt absolut widerlich. Und ehrlich gesagt. Aber ist es nicht gut? Naja, nee, finde ich nicht, weil einfach nur was Widerliches machen, finde ich, ist da fehlt mir jetzt noch so ein bisschen die Kunst. Dafür gab es mir dann zu wenig Erklärung, zu wenig Kontext. Es war einfach ein bisschen, ehrlich gesagt, war es ein bisschen deutscher Torture-Porn, so hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also fand ich jetzt dann auch nicht smarter oder intelligenter als Human Centipede. Also so, dann kann man natürlich sagen, ja, das war schon hier Daniel, wie heißt der Schauspieler? Jonas Dassler. Jonas Dassler. Jonas Dassler. Jonas Dassler natürlich schon überragend gemacht, ja. Mhm. Und auch der Look and Feel war natürlich schon sehr hochwertig, aber ultimativ. Erika. Ja, ich habe die dann gegoogelt und habe erstmal festgestellt, dass das eine richtig bekannte Schauspielerin ist, die in über 150 Filmen und Serien mitgespielt hat. Also das war natürlich schon auf einer gewissen Art und Weise, auch wenn es eklig war, schon dann extrem gut dargestellt, weil es einfach so eklig war. Aber
mir hat dann da irgendwie tatsächlich ein bisschen noch was gefehlt. Also es war dann letztendlich einfach nur zugucken, wie ein widerlicher Typ Frauen irgendwie quält und umbringt. Und das war mir dann, weiß ich nicht, war mir dann ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig und hat mich dann auch so ein bisschen voyeuristisch, so voyeuristisch hat sich das angefühlt. Ja. Und obwohl er ja in einigen entscheidenden Momenten ja gar nicht drauf hält, ne? Also manchmal findet es ja abseits der Kamera statt. Okay, aber er hält oft genug drauf und es reicht ja auch, wenn du das gezeigte, also man konnte es schon spüren. Also die Gewalt, finde ich, Gewalt, damit sie wirkt, muss ja nicht immer exakt gezeigt werden. Genau. Und deshalb, das ist aber auch jetzt, finde ich, das wird so oft gesagt, so ja, aber der Film schafft's, ohne dass er die Kamera drauf hält. Ja, mein Gott, also wenn ich halt Knack- und Packgeräusche reinpacke und Blut spritzt und Frauen schreien und du eine blutige Messerklinge siehst, dann muss ich jetzt nicht die Fleischwunde noch sehen, damit es mich schockiert. Also das ist für mich jetzt auch nicht High Art, das nicht zu zeigen und trotzdem zu schockieren. Aber gut, also Goldene Handschuh. Ja, Star Wars kann ich noch kurz zwei Sätze sagen. Das zweite Mal, dass ich den gesehen habe, komplett von Anfang bis Ende, außer im Kino. Und immer noch scheiße. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Also absolut Wahnsinn, wahnsinnig, wie scheiße dieser Film ist. Und das sage ich wirklich als Star Wars-Fan, der eigentlich fast jedem Star Wars-Film was Positives abgewinnen kann. Bei Star Wars Rise of the Skywalker tue ich mich wirklich schwer, auch nur eine ikonische Szene zu finden, die irgendwie geil ist. Und das finde ich schon krass für einen Star Wars. Es hatte sogar Episode 8, sogar Rian Johnson hatte ikonische Szenen bei allem dummen Kram, den er gemacht hat. Aber Star Wars The Rise of Skywalker, beim zweiten Gucken habe ich wirklich gedacht, mein Gott, ist das ein fauler Film im Kontext des Erbes, das dieser Film antritt. Also die Diskrepanz zwischen der Verantwortung für diese gesamte Reihe, die zum Abschluss zu bringen, und dem Ergebnis, ist wirklich erschreckend. Ich kann es nicht anders sagen. Wie belanglos die Charaktere, die Dialoge, die ganze Story und alles ist, und wie es dann alles ineinander gipfelt. Also es ist wirklich ein Debakel. Ich kann es nicht anders sagen. Also das ist wirklich ganz schlimm. Ich kann dem nichts abgewinnen, diesem Film. Ich freue mich nur auf eine Sache. Das ist eine hoffentlich in 10 Jahren erscheinende Dokumentation. Ein Snyder Cut. Die, ja, von mir aus, die einmal halt so beleuchtet, was da halt schiefgegangen ist. Was da halt alles irgendwie hinter den Kulissen passiert ist, um zu verdeutlichen, warum dieser Film so geworden ist, wie er geworden ist. Weil du hörst ja wirklich von anderen, also du hörst ja von unterschiedlichen Stellen, hörst du ja immer wieder so anderes. Da hast du dann die Daisy Ridley, die irgendwas sagt von wegen, ja, Palpatine, das stand nie, also das habe ich erst irgendwie richtig spät erfahren. So, das war vorher, wurde mir das nicht erzählt. Und dann hast du die Cutterin, die sagt, ja, aber wir haben von der Rose Tico, haben wir da richtig viele Sachen gehabt, die mussten wir alle rausschneiden. Und dann hörst du von, weiß ich nicht, von J.J. Abrams wahrscheinlich nochmal was anderes. Aber mir ist halt einfach auch unerklärlich, warum der Film unbedingt 2 Stunden sein musste. Ja, es ist einfach auch nur die gehen einfach von Setpiece zu Setpiece. Ja. Und die legen eine Eile und ein Tempo an den Tag, das meiner Ansicht nach vielleicht hätte auch entspannt werden können, wenn man gesagt hätte, ja gut, das ist der letzte Film, also machen wir 3 Stunden. Ja, wenn du dir überlegst, was das Star Wars-Universum zu bieten hat, ja, also was du da alles erforschen kannst in dieser Welt, wenn du Lust hast, und was dann dabei rausgekommen ist, also das ist egal. Ich könnte mich da richtig reinsteigern, da könnte ich hier 2 Stunden abhaten, aber mache ich jetzt nicht. Ich kann einfach nur sagen, dass auch nach dem zweiten Glotzen einfach der Ersteindruck bestätigt wurde und eigentlich sogar sich noch verschlimmert hat, weil ich wirklich mit Abstand jetzt, wie lange ist es her, 2 Jahre oder was, gedacht habe, so, naja, vielleicht kannst du dem dann doch was abgewinnen, wenn jetzt so die Wut weg ist und so, aber was ich mir dann angeguckt habe, war wirklich schwer zu ertragen. Ist die Wut wieder da? Also, ja. Also es gab halt nicht mal eine geile Action-Szene. Wirklich, es gibt einfach nichts. Es gibt nichts Geiles in diesem Film. Da, also das Minimum, was ein Star Wars ja dann bieten kann, dass du wenigstens sagst, ja, aber ey, hier, die Flugszene war geil oder was weiß ich. So, selbst bei Solo findest du ja Sachen, wo du sagst, ah, aber das hat mir gefallen oder da kann ich was rausnehmen. Bei Rise of Skywalker gibt's nicht eine Szene, die ich lobend erwähnen kann. Wirklich nicht eine. Und das ist nicht Hate, sondern ich wüsste nicht, was. Ich wüsste wirklich nicht, was cool war. Oder was, aber so eine Doku wäre echt spannend, so im Stil vom Fire Festival, weißt du, einfach so ein so über die ganze Entstehung dieser Trilogie, so eine richtig lange Doku mit allen Insights von jedem, jeder plaut aus dem Nähkästchen, das würde ich gerne sehen, ja. So eine, ich hätte gerne so eine Art JFK, so Oliver Stone nimmt sich der Star Wars Trilogie an. Und der so richtig schön Militärmarschmusik. Und am Ende, kommt so ein Scrolltext, der sagt so, im Jahr 2145 werde ich nicht mehr leben, aber Sie können Akteneinsicht verlangen in Kathleen Kennedys Tagebuch oder sowas. Ja, naja. Okay, dann habe ich noch gesehen,
Also, den haben wir zusammen gesehen. Haben wir nicht drüber geredet? Doch, haben wir drüber geredet. Was denn? Nightmare Elm Street 3, haben wir hier schon drüber geredet? Nee, den haben wir zusammen gesehen. Den haben wir zusammen gesehen. Genau. Richtig geil. Ja. Hatte ich nicht mehr so geil in Erinnerung. Könnte easy sogar der beste Teil der ganzen Reihe sein. Ich muss auch inzwischen sagen, ich wüsste keinen, wo ich sage, der gefällt mir exorbitant mehr, weil er irgendwie, keine Ahnung, noch mehr von dem bietet, was diesen Film eigentlich so rund macht. Weil ich finde, der hat die richtige Mischung aus Humor und Horror. Und Effekten. Und Effekten. Ja. Ja, also der bietet ja wirklich was an, ne? Ob es jetzt nun hier Primetime-Bitch oder keine Ahnung ist oder halt dieser riesen Freddy-Wurm oder sonst irgendwas. Oder meine, ja. Eine meiner Lieblingsszenen in dem Film ist nach wie vor die Spiegelkabinett-Szene oder diese Spiegelflur-Szene, wo dann die Arme aus allen Spiegeln rauskommen und den Jungen so zerreißen. Ist super kreativ. Ey, find ich super. Super kreativ. Fast jede Form, die Freddy einnimmt oder so, das ist fast schon wie so ein, also wo sie sich gedacht haben, okay, wo kann er jetzt her erscheinen? Oder so, ja. Also super kreativ. Die Effekte noch schön praktisch, aber sehen jetzt auch nicht aus wie, weiß ich nicht, so Ray Harryhausen, Stop Motion. Also, ja, und dazu noch so ein richtig geiler Mid-80s-Vibe, der aber halt authentisch ist, weil es halt von 87 ist. Allein der Theme-Song, ja. Das ist alles so gut, das ist Peak. Wir haben die ganze Reihe ja noch mal besprochen, auch für den Podcast, noch mal komplett alle am Stück quasi auch geguckt, ja, vor kurzem, Ende letzten Jahres. Und ja, der Dream Warrior, der sticht schon raus. Der ja. Sticht echt schon raus. Gerade nach dem zweiten, der ja so ein bisschen Diskrepanz ja auch unter den Fans ja hat, weil der ja doch sehr anders funktioniert als der erste, ist der dritte halt auch so der erste, der dann auch anfängt mit Freddy wirklich als so dieses Pop-Ikonen-Ding rauszuholen. Mit den Sprüchen eben gerade eine Primetime-Bitch und so. Da fing das ja an, das so zu prägen. Das haben die ersten beiden ja noch gar nicht so krass. Der macht, glaube ich, auch so wirklich den besten Spagat eben zwischen diesem leicht comichaften, trotzdem hart und praktisch und auch coole Charaktere vor allem auch, weil das lässt auch dann später nach. Und unterhaltsam, ist wirklich von vorne bis hinten unterhaltsam. Also aber langweilt sich nicht. Ich sag mal so, aus journalistischer Sorgfältigkeit heraus müssten wir vielleicht noch mal eine Sache festhalten, die wir bemerkt haben, die wir festgestellt haben. Denn dieser Film ist auch in seiner deutschen Synchronisation wieder einmal, also es ist ein weiteres Beispiel für unnötigen Rassismus. Das stimmt. Ja, den, das war krass, ja, Alter. Den wir halt geguckt haben, da gibt's diese Szene, da werden die weiteren Charaktere des Films vorgestellt, also weitere Insassen dieser Anstalt. Und Lawrence Fishburne als Pfleger kommt rein und stellt einen anderen Afroamerikaner namens Kincaid als, ja, der hier ist Kincaid vor. Und dann haben wir uns das auf das sagt er auf Deutsch, das dann sagt haben er wir uns auf Englisch angehört. Und was sagt er da? Und dann sagt er noch, dann stellt er ihm irgendwie so eine Frage, ja, ist es nicht so? Und dann fügt er halt das Wort, ich sag wirklich nur das Zitat, hinzu. Ja. Und wir haben uns das auf Englisch angeguckt und auf Deutsch sagt er nicht mal mehr irgendwie auf Englisch. Auf Englisch sagt er nicht mal irgendwie sonst irgendwas in der Richtung, sondern, weiß ich nicht, Coltrane oder sowas? Und dann sagt er Cool Breeze. Cool Breeze. Ain't no Cool Breeze in here, sagt er, glaube ich, so. Und daraus haben sie gemacht, ja, ist nicht so angenehm hier, B-Wort. Ja, also jetzt hast du es eh schon zweimal. Ja, ich hab's eh schon zweimal. Aber, aber das ist echt krass, wie sie einfach diese zwei rassistischen Wörter haben die in der deutschen Synchronisation einfach eingebaut, obwohl sie im Englischen gar nicht existieren. Da hättest du ja immer noch streiten können und muss man es dann übernehmen. Aber dann könntest du sagen, ja, okay, ist im Original so drin, also lassen wir es auch so drin. Ja? Aber im Original ist es nicht so. Die haben einfach die rassistischen Wörter in der deutschen Synchronisation einfach reingemacht. Und das ist schon, ehrlich gesagt, ziemlich erstaunlich. Es ist vor allem frech. Es ändert die Aussage des Films. Es ändert die Aussage und ist einfach straight up Rassismus in dem Fall. Weil du einfach die Freiheit nimmst, sagst du, ey, komm, den beleidigen wir jetzt mal rassistisch. Ja, vor allem, die glauben, dass der eine Schwarze den anderen Schwarzen halt irgendwie automatisch beleidigen würde, so. Also, dass die halt auch noch dann normalerweise so untereinander reden. Das ist ja auch noch mal eine Form von, sag ich mal, weitergedachtem Rassismus. Ja, ja. Das ist echt krass. Also, das ist sehr, sehr, sehr strange gewesen, tatsächlich. Könnte man jetzt mal recherchieren, wer dafür verantwortlich ist? Könnten wir mal. Wer das synchronisiert hat damals oder so. Aber nichtsdestotrotz, also Nightmare on Elm Street. Im Original ist es ja nicht so. Übrigens, der Regisseur ist der Regisseur, der auch die Maske gemacht hat und, wer weiß es? Ich hab's ja noch gesehen. Du hast auch sogar noch gesagt. Ja, ich hab's sogar noch gesagt. Eraser. Stimmt. Von hier mit Arnold Schwarzenegger. Orny. Ja, ja, ja. Ja, auf den kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen. Und den Blob-Remake hat er auch gemacht. Ja, stimmt. Das Blob-Remake war's auch. Geil, ja.
gute Quote eigentlich, die drei, aber danach ging es nichts mehr. Ja, dann kam Scorpion King. Ja, genau, Scorpion King. Und irgendein Actionfilm mit John Travolta, den keiner kennt. Ja. Okay, das war's? Das, ja, ich hätte noch, können noch mehr, aber nee, komm, machen wir mal Werbung. Und ja, machen wir mal kurz Werbung und dann habe ich noch einen kleinen Tipp für euch. Alright. Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Etienne. Hallo. Und mit André Hecker am Bildschirm. Und nachher Hallo. Mit Steven, Silke, Sandro, mir und unserem Spezialgast Max Huang, dem Kung Lao aus Mortal Kombat, der uns ein bisschen was von den Dreharbeiten erzählen wird und von seiner Zusammenarbeit mit Jackie Chan zum Beispiel. Und wie es dazu kam, dass er überhaupt mit Jackie Chan zusammenarbeiten durfte. Dafür ist nämlich zu einem gewissen Anteil wohl Steven verantwortlich. Mhm. Wow. Ja. Ja, 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 ja. Also, interessant. Ist Steven nicht auch verantwortlich für Tom Cruises Karriere? So halb, Sinn, ne? Hat man gehört. Ich muss es, glaube ich, nochmal ansprechen, liebe Leute, ne? Also, wir haben da eben ein paar Begriffe genannt. Es tut mir leid, dass ich diese rezitiert habe, aber das waren diese Aussagen in dem Film. Also, ich bitte um Entschuldigung, falls das irgendwie für den einen oder anderen halt falsch ist oder. Ich weiß auch nicht, wir haben gerade drüber geredet. Ich weiß auch nicht, darf man es sagen, wenn es zitiert ist oder darf man es nicht aussprechen, wenn es. Auch wenn es dann da ist, aber ey, ihr wisst, wie es gemeint ist. Es war ich glaube, man sagt nicht reproduzieren, aber ich bin da auch echt. Ey, dann tut es mir wirklich aufrichtig leid, falls ich jetzt diese Wörter reproduziert habe. Wir waren nur sehr wirklich überrascht, ob dieser Wortwahl einfach. Alles gut. Ja. Ich verzeih dir. Gut. Jetzt habe ich auch noch mal einen kleinen Tipp für euch mit. Vielleicht ist es für euch interessant. Ich habe mir gerade auf Amazon Prime einen Film angeschaut oder angefangen. Ich habe noch nicht beendet. Ich habe jetzt so 60 Minuten gesehen, der heißt Angriffsziel Moskau. Beziehungsweise im Original Failsafe. Ist von Sidney Lumet, der unter anderem schon Hundstage gemacht hat, Network, Serpico und so The Verdict. Ja, also guter Mann. Und basiert auf der. Heißt der Lumet? Ja, oder Lumet? Ich weiß es nicht. Lumet? Ich glaube nämlich in dieser Film The Movies Reportage. Ja. Da sagen sie Sidney Lumet. Sagen sie Lumet? Und ich hab den auch immer Lumet ausgesprochen. Das ist wie bei Christopher Lambert oder Lambert. Ja, stimmt. Obwohl, bei dem würde ich halt immer Lambert sagen. Weiß auch nicht, warum. Aber ich würde immer. Nein, Godzilla ist gestürzt. Weil ich ihn wahrscheinlich zu oft in französischen Filmen gesehen habe. Nein, keine Ahnung. Bei dem würde ich aber immer Lambert sagen. Deswegen sage ich auch bei Sidney Lumet. Klingt ja auch gut. Ja. Lumet oder Lumet. Ja. Oder Lamet. Vielleicht, wie auch immer noch genannt werden wie mag. Wie früher im Englischunterricht. Sprich so, wie es gut klingt, dann ist es richtig. Lumet. Also, Failsafe. Basiert Lumet wird's gesprochen, ich hab's gerade gegoogelt. Lumet. 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 Sidney Lumet. Failsafe basiert auf dem gleichen Roman wie Dr. Strangelove. Oder Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und es geht tatsächlich um einen Ernstfall. Um einen, ja, nicht verschuldeten oder beziehungsweise einen nicht selbstverursachten Ernstfall. Da wird geschildert, wie das amerikanische Abwehrsystem funktioniert, falls ein unbekanntes Flugobjekt auf dem Radar auftaucht oder auf der Satellitenüberwachung. Dann starten halt, dann wird gesagt, da befinden sich mehrere Bomber in der Luft, permanent, die werden auch aufgetankt in der Luft und so weiter, um in einem Angriffsfall irgendwie jederzeit eingreifen zu können. Oder, wenn die Amerikaner angegriffen werden, werden sich diese Flugzeuge zu bestimmten Punkten bewegen, dort kreisen und an diesen Punkten, das ist Failsafe, da ist halt so gesehen der perfekte Ort oder die perfekte Distanz, um halt auf Russland oder um halt Russland anzugreifen. Sobald die Amerikaner eine Bedrohung spüren, fliegen diese Bomber zu diesen Failsafe-Punkten, um dann halt im gegebenen Fall zurückzuschlagen. Mhm. Und jetzt ist es so, dass bei einer Routinekontrolle von irgendeinem Politiker plötzlich ein unbekanntes Flugobjekt auf dem Radar auftaucht. Und sie gehen eigentlich davon aus, dass es eine Passagiermaschine ist, die vom Kurs abgekommen ist. Das passiert öfter mal. Also nehmen die Flieger ihren Kurs zu den Failsafe-Positionen auf. Und dann kommt es halt zu einem Wirrwarr und plötzlich, ja, ist es geklärt, dass das Flugzeug halt einfach eine Passagiermaschine war, die halt vom Kurs abgekommen ist. Aber es kommt zu einem Kurzschluss. Irgendein Fehler wird angezeigt. Man weiß nicht, was es ist, aber es wird ein Fehler angezeigt. Und einer der Bomberstaffeln,
kriegt jetzt halt über das entsprechende Gerät, den Failsafe, die Failsafe-Kommunikation, kriegt es halt den Code für den Angriff auf Moskau. Mhm. Und die in der Zentrale wissen halt nicht, wie das passiert ist und wissen halt auch nicht, wo der Fehler ist, können jetzt aber, und das ist das Problem, den Bomber nicht mehr erreichen. Weil der Bomber halt nach 5 Minuten, nachdem er keinen anderen Befehl erhalten hat und verifiziert hat, dass der Code, den er bekommen hat, Wargames. Ja, ja, nachdem er verifiziert hat, dass er den Code bekommen hat, jetzt weiß, okay, wir müssen nach Moskau fliegen, wir müssen unsere Bomben über Moskau ablassen und egal, wer uns jetzt irgendwie versucht zu kontaktieren, können wir nicht irgendwie annehmen, weil das ist unser Befehl. Und jetzt versuchen der Präsident in seinem Luftschutzbunker, Henry Fonda und Larry Heckman, ja, weil der ist russischer Übersetzer und soll halt gegebenenfalls mit dem russischen Präsidenten kommunizieren, die, der Kommandostab in dem, weiß ich nicht, Failsafe-Bunker und eben halt die Piloten werden halt gezeigt, wie sie halt unterschiedlich versuchen, mit der Situation klarzukommen oder halt die Situation zu lösen. Weil unter anderem der Präsident dann entscheiden muss, ob die begleitenden Kampfjets dieser Bomber jetzt diese Bombe abschießen sollen. Aber die sind schon auf einem anderen Kurs und müssten jetzt wieder zurückfliegen und haben dann keine Chance mehr nach Hause. Du musst jetzt nicht den gesamten. Nein, das ist der Anfang. Das ist der Anfang? Ja. Okay. Das ist der Anfang. Das ist der Cold Open. Also, das ist wirklich, und dann, also, das klingt jetzt viel, und, aber das ist halt eigentlich der Anfang so, weil das ist wirklich einfach nur Erklärung, wie es zu dieser Situation kommt. Ich bin jetzt auch erst nur 50 Minuten drin, ich weiß noch nicht, was passiert, aber es ist tatsächlich Dr. Strangelove in Ernst. Ja. Es gibt viele Leute, die behaupten, dieser Film ist deutlich besser als Dr. Strangelove. Es gibt aber auch Leute, die sagen, nee, der Film ist eigentlich wesentlich deutlich besser als Strangelove. Ja, und das ist halt schon krass. Das ist schon eine Aussage. Es gibt Leute, die sagen halt wirklich, das ist der bessere Film. Und ich, wie gesagt, ich habe auch schon Meinungen gelesen, die sagen, nee, das ist kompletter Quatsch. Ich habe noch nicht zu Ende geguckt, deswegen kann ich noch nicht sagen. Aber bis hierhin, muss ich sagen, hat mir das sehr gut gefallen. Weil ich mag das Szenario und ich mag auch, wie Lumet die Spannung aufbaut. So, ja? Also das schafft er mit diesen vielen Settings irgendwie dann schon glaubhaft in eine bedrohliche Situation zu verwandeln. Und eigentlich siehst du nur Dreiecke auf so einem ganz uralten Satellitenbildschirm. Mhm. So, ja? Also, aber der hat schon eine ernsthafte Tonalität, oder? Der hat schon eine ernsthafte Tonalität. Der heißt Angriffsziel Moskau. Gibt's gerade bei Amazon Prime. Und wenn ihr wollt, können wir eine Hausaufgabe draus machen. Mhm. Ich mag keine Hausaufgaben. Okay. Ach komm, ich mache eine Hausaufgabe draus. Los. Ja, los, komm. Angriffsziel Moskau, jetzt bei Amazon Prime. Hausaufgabe. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich werde mir auch noch zu Ende angucken. Und wenn ihr es nicht macht, gibt es einen unangekündigten Vokabeltest. Also. So. Aber ja, hoffentlich findet ihr die Zeit, euch den mal anzugucken. Tino hat mir den halt schon sehr lange empfohlen und angepriesen und meint auch, er findet ihn besser als seltsam. Was nicht heißt, dass er seltsam schlecht findet. Er sagt, er findet ihn nur besser. Ja, Tino ist aber auch ein komischer Typ. Ja, er hat manchmal etwas eigenen Geschmack. Apropos eigener Geschmack, hier sind die Streaming-Tipps für diese Woche. Was ist das? Sehr gut. Du bist auch sehr stark. Komm her! Keiner gewinnt. Alle. Guter Supercut. Der war wirklich Soundtrack. Von wem war der? Von Olli? Von unserem neuen Thomas. Von unserem neuen Thomas. Unser neuer Thomas. Sauer Arbeit. Stark. Respekt. Hat mir auch gut gefallen. Echt sehr gut. Boah. Stark. Endlich habe ich mal ein bisschen was gesehen. Ja, ist cool, ne? Eddie. Spaceballs. Wann wird das damals eigentlich jetzt? Jetzt. Schon bald. Schon bald.
Nämlich ab dem 22.05. gibt's Spaceballs auf Amazon. Mega. Geil, also, ne? Wer ihn noch nicht kennt, ne, auf jeden Fall nachholen. Immer noch den kann man eigentlich fast zur Star Wars Reihe dazu zählen, weil der kam ja auch rein auf dem Höhepunkt von Star Wars und der hat irgendwie dem ganzen Universum noch eine Facette dazugegeben. Ich habe den damals tatsächlich auch wie immer dann auf Video, als er dann auf Video rauskam, wahrscheinlich war das so ein oder zwei Jahre nach Release, habe ich den dann auch geguckt und geliebt, zumal ich fast jede Anspielung verstanden habe. Und dann ist es natürlich echt super. Aber auch heute, wenn man den guckt, versteht, dann merkt man, dass da immer noch Jokes sind, die man als Kind natürlich nicht gecheckt hat. Und was mir auch bei Spaceballs auffällt, also ist natürlich eine, für alle, die es nicht kennen, ist eine Persiflage von Mel Brooks, dem großen Mel Brooks, auf Star Wars. Und was mir halt daran gefällt, ist, wie hochwertig der ist. Also sowohl die Effekte, findest du nicht? Ja, ja. Also doch, das sieht doch, in Teilen ist er hochwertig, aber in Teilen ist er auch schon billig. Ja, aber das sah schon, also diese, die, überleg mal, was da alles passiert in dem Film. Ich finde, das, da ist schon viel Liebe und Aufwand drin. Und es, es ist, okay, ja, der ist halt auch alt, aber die, die Effekte waren damals okay. Guck mal, hier die Brennspur. Finde ich auch, ja. Also für so einen Film finde ich auch. Für so einen Film sind die echt in Ordnung, finde ich auch, ja. Also ja. Den kann man auch immer noch nach wie vor gut gucken. Und dafür, also dafür, dass es so auf einem so hohen Level Quatsch ist, die Effekte halt wirklich überproportional. Also wenn du heute sowas drehen würdest, dann hättest du wahrscheinlich wirklich so ein Asylum-Ding. Aber Mel Brooks zieht das halt auch so konsequent alles durch und übertreibt das halt aber auch auf so eine geile Art und Weise. Und wie du gerade sagst, so detailverliebt. Also er achtet auf so viele kleine Details, die du eben als Fan wiedererkennst. Das funktioniert halt richtig gut einfach. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir! Ey, Rick Moran ist einfach die perfekte Besetzung für Lord Helmchen. Ja, komplett, und, ja. Und ich muss sagen, vor allem ein Film, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ein Film, der auch vor allem trotz in der Synchro auch gut funktioniert. Ja, ja, finde ich auch. Und ich finde auch, dass der die richtigen, also dass der die, die ganzen Anspielungen, also da sind ja auch Anspielungen auf andere Filme, ne? Alien und so weiter und weiß ich nicht was. Ja. Und ich finde, dass der wirklich auch so die Absurditäten dieser Filme irgendwie immer ganz gut darstellt. Also wenn das Pizzamonster irgendwie so eine Symbolik für Jabba ist oder keine Ahnung, Prinz Valium, der durchaus natürlich für Luke Skywalker auch steht. Und wenn man das dann so, da kannst du schon, ja, Luke Skywalker ist ja auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Ja, ist ja jetzt nicht der spannend oder zumindest in den ersten Charakter. Und wie sieht ja auch ein bisschen Lulli-mäßig aus. Also ist ja, ist doch so, er ist ja wirklich ein bisschen Prinz Valium. Ja. Also ich finde diese, ja, diese Anspielung in Spaceballs auf die Filme, finde ich halt irgendwie. Ey, ich liebe ihn. Ist toller Film. Ja. Ihr Idioten. Dann auch hier natürlich. Ja, ich sehe mich durch ihre Stunt-Doubles. Ja, ey, wie oft der Meta geht. Ja, Meta-Joke. So ja, ohne Ende. Wo in dem Schwertkampf einfach so ein Kameramann totgehauen wird und dann ja. So, oh, sorry, dann geht's aber weiter. Das ist halt so gut, wie oft er die vierte Wand bricht. Und halt, wie gesagt, auch mit auf Deutsch, ne, musste sich halt ja vieles umändern. Vieles klappt dann im Vergleich zum O-Ton natürlich anders. Zum Beispiel hier eben Waldi heißt ja im Original eben, also Barf. Und dann im Deutschen gibt es ja dann zum Beispiel dieses, ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Also da mussten sie sich ja super viele Gags ja auch quasi neu ausdenken, die halt nicht eins zu eins funktionieren. Und selbst die sind echt gut. Also, was sagt das, er denn im Englischen statt Möter? Boah, ich muss überlegen, ich überlege ganze Zeit, was war das denn nochmal? Ich komme nicht mehr drauf. Aber es ist halt ein ganz anderer Gag natürlich, weil der natürlich so nicht funktioniert. Ich überlege ganze Zeit, was der im Englischen nochmal sagt. Aber ja, aber es funktioniert auf jeden Fall in beiden Versionen. Das finde ich ja. Immer. Gerade bei solchen Komödien und dann auch bei Satire ist es immer schwierig, aber es funktioniert halt wirklich. Ja. Deswegen absolute Empfehlung von unserer Seite, Spaceballs. Klassiker. Dem 22. auf Amazon Prime. Und wo wir da schon sind, machen wir direkt weiter, denn da kommt nämlich jetzt auch am 22.05. ein schöner koreanischer Action-Thriller raus namens Deliver Us From Evil. Der handelt davon, dass ein Profikiller, der gerade seinen letzten, vermeintlich letzten Job erledigt hat, erfährt, dass seine alte Liebe in Thailand entführt worden ist, zusammen mit ihrer Tochter. Und obwohl ihn das erstmals nicht interessiert, muss er schon bald feststellen, dass die Frau dann auch ermordet worden ist. Und deswegen macht er sich jetzt auf die Suche nach dem Kind in Thailand. Ist selbst Koreaner, lebt aber jetzt in Japan. Und das hat einen bestimmten Grund. I'm a Mock, half man, half dog. Okay. Na gut. Ah. Mock.
Ja. Passt doch. Passt doch. Finde ich Möthaft besser. Ja. Ja, und dieser Ex-Profi-Killer, wie gesagt, reist jetzt nach Thailand, um die Kleine zu finden, wird aber verfolgt vom Bruder seines letzten Auftrages, also seines letzten Opfers. Ein Typ, den alle nur Ray den Schlechter nennen. Und es kommt zu einem spannenden Katz-und-Maus-Spiel in den Straßen von Bangkok. Mit sehr viel Brutalität, mit sehr viel Nihilismus auch. Ja. Also das Milieu, was hier teilweise geschildert wird, erinnert in seiner Dreckigkeit, in seiner Skrupellosigkeit auch an The Raid zum Beispiel, an The Raid 2. Und ja, ey, dann die Jungs hier, ne? Zwei der besten koreanischen Schauspieler meiner Ansicht nach gerade, Hwang Jung-min und der andere Herr, beide haben in New World zuletzt zusammengespielt. Den finde ich ja Hammer. Ja, siehst du, also. Und er hier als, ah, wie heißt der Mann? Ich muss ihn kurz nachgucken. Als Ray, als Schlechter, ist der wirklich, macht richtig Spaß. Und ja, erinnert in seinen Grundzügen vor allem an The Man from Nowhere. Da ging es ja auch darum, dass ein ehemaliger Profikiller oder Profi-Agent oder Auftragsmörder, dass der sich auf die Suche nach einem entführten Kind macht. Das ist natürlich klar, das ähnelt in den Details, aber ich finde, die Action, die Schauplätze, die Darsteller, die entschädigen dafür, dass das halt schon so ein bisschen sich sehr ähnelt. Jo. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, leider noch nicht. André, du? Trailer hat mir gefallen. Nee, leider auch nicht. Steht ja schon lange von der Watchlist, aber muss ich dringend nachholen, wenn ich jetzt auch daneben zutun. Kann ich nur empfehlen, ist wirklich absolut gute, solide Action-Thriller-Kost aus Korea mit guten Darstellern. Und auch ordentlich Herde. Ach so, ordentlich Herde. Sind wir beim nächsten Thema. Bone Tomahawk startet heute auf Amazon Prime. Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Den hast du noch nicht den gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen. Oh, der steht schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste. Ich habe mich immer nicht rangetraut. Ich habe, glaube ich, die Eröffnung. Er war ja auf Netflix auch schon mal eine ganze Weile lang. Und da ist er rausgeflogen. Und jetzt gibt's ihn dann wieder. Genau, hier geht es um, ja, eine. Zwei Wilddiebe haben irgendwie so einen Indianerfriedhof geschändet. Der eine. Das ist der Anfang, das sind die ersten 5 Minuten. Okay. Der eine. In dem Film kannst du nur das Ende spoilern, das werden wir natürlich nicht tun. Genau. Zwei Wilddiebe haben einen Indianerfriedhof geschändet. Der eine kann entkommen, der andere wird umgebracht. Der eine kann schwer verletzt sich zu einer Ärztin flüchten. Die Indianer verfolgen sie und entführen halt sowohl den Wilddieb als auch die Ärztin, weshalb sich ein paar Männer auf die Suche nach beiden machen. Okay, fuck it, ich werde ihn heute noch gucken. Ich habe den so lange schon auf der Liste und ich mag ja alle Filme von dem Typen. Greg S. Zahler. Greg S. Zahler. Ja, ich wusste jetzt gar nicht, wie der heißt, aber das ist ja hier der Drag Me Across. Dragged Across Concrete. Und Brawl in Cellblock 99. Genau, und die finde ich ja beide so gut. Also, weil die auch so. Also gut, der Drag Me Across Concrete ist jetzt nicht mega gut, aber der ist auf jeden Fall, du erkennst die Handschrift von dem Typen, finde ich. Und das ist ja immer schon Seltenheit genug. Und irgendwie das Ganze im Western kann ich mir noch gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe den schon so lange auf der Liste und so oft schon mit der Fernbedienung, wie gesagt, der war ja auf Netflix und so oft schon da drüber und so guckst du den jetzt an und dann, aber aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, oh, das wird mir jetzt, glaube ich, zu schwer und dann wieder nicht. Er ist halt auch viel Gerede halt dabei, ne? Also die labern halt sehr viel. Das macht ja nichts. Also aber die ganze erste Filmhälfte, vielleicht sogar echt noch ein bisschen mehr, so die ersten 70 Minuten fast, sind schon echt krasser Slowburn, da muss man echt drauf eingestellt sein. Es ist viel Dialog, viel durch die Wüste reisen, eben so genau. Ja, aber das ist geht ja nicht bei direkt einfach Film irgendwie auch. Los. Genau, aber da muss man drauf eingestellt sein, da muss man Bock drauf haben. Ne? Also es ist jetzt nicht einfach nur Action und irgendwie Geballer oder so, im Gegenteil. Aber eben, wie gesagt, dass der Payoff am Ende, der. Aber, und dafür ist er auch nicht so lang. Dafür ist er auch nicht so lang. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Ja, so, das hätten wir. Dann haben wir auf Disney Plus noch einen Freund für die Freunde, ein Film für die Freunde des 80er-Jahre-Erotik-Thrillers, würde ich jetzt vielleicht sagen. Ja, Die Schwarze Witwe startet auf Disney Plus. Ein Film mit Deborah Winger und Theresa Russell. Die eine spielt eine FBI-Agentin, die feststellt, dass die andere eine sogenannte Schwarze Witwe ist. Eine Frau, die sich immer wieder neu verheiratet und deren Männer dann auf mysteriöse Art und Weise ums Leben kommen. Und das ist ein cleveres, spannendes, raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel zwischen zwei starken Frauenfiguren in den 80ern, muss man auch mal sagen. Wie heißt der? Die Schwarze Witwe. Black Widow. Im Original. Und ich habe den damals schon gesehen, weil der mal irgendwann auf meiner Liste von Filmen, die man mal gesehen haben sollte,
gelandet ist. Ich bin ja früher immer mit so einer selbstgeschriebenen Liste von Filmen in die Videothek gegangen und habe geguckt. Von 87. Ja. Und habe geguckt nach Filmen, ja, die man mal halt, die ich irgendwo in Zeitschriften oder in irgendwelchen Sonderheften oder sonst irgendwas entdeckt habe, wo es immer hieß, ja, hier, cooles Ding und so weiter. Und da stand der Film mit drauf und den habe ich mir dann einfach mal als junger Bursche und Filmfan, habe ich mir mal angeguckt und ich fand ihn gut. Okay, ist notiert. Ja. So, dann, ach ja, können wir das auch mal abhaken. Wo wir schon in der Vergangenheit und bei alten Filmen sind. Wir hatten die Information bekommen, dass gestern auf Netflix ein Film von Dario Argento starten soll. Ich habe es gelesen in deiner E-Mail und wollte ihn gestern gucken, habe ihn nicht gefunden. Genau. Tenebre. Und das Problem bei diesem Film ist, er ist hierzulande in seiner ungeschnittenen Fassung noch indiziert, ne, André? Beschlagnahmt. Beschlagnahmt. Und das hatten wir letztens schon mal, diesen Vorfall. Da haben sie ja Dämoni 1 und 2 auf Netflix gebracht, ohne zu realisieren, dass der eine nicht hierzulande erlaubt ist. Der lief dann halt in seiner ungeschnittenen Fassung auf Italienisch mit deutschen oder englischen Untertiteln und wurde dann aber auch kurzerhand aus dem Programm genommen. Diesmal war Netflix schneller und hat schneller reagiert und hat festgestellt, oh fuck, den dürfen wir gar nicht hier in Deutschland zeigen. Das tut uns ein bisschen leid. Na gut. Aber der ist jetzt nicht erhältlich. Vielleicht wird eine geschnittene deutsche Fassung hinterhergereicht. Aber bisher, ja, kommen wahrscheinlich nur unsere Freunde in Österreich in den Genuss, diesen Film auch ungeschnitten zu sehen. Kurze Erklärung, es geht um einen Romanautor, der weilt gerade zufällig in Rom. Und dort passiert jetzt eine Mordserie, die ausgerechnet seine Bücher imitiert. Und das findet er zwar cool, weil es halt schön kostenlose Werbung ist, aber plötzlich kommt die Polizei und verdächtigt natürlich ihn, weshalb er dann eigene Nachforschung anstellt. Und wer Dario Argento kennt und auch die späteren Filme von Dario Argento kennt, weiß, da geht's mehr um die Stimmung, die Morde und den Aufbau dieser Brutalität oder eben dieser, sag ich mal, genussvollen Tötung und weniger um eine plausible oder stimmige Handlung. Ja, das muss man halt, glaube ich, da hinzufügen. Das ist eine richtig schön verquere Giallo-Handlung, ja. Ja, genau. aber ey, wer Bock auf Giallo hat und in Österreich lebt, sollte sich diesen Film reinziehen. Was denn? Darf man nicht sagen. Man darf keine. Aber er ist doch in Informationsmedium. Österreich. Ja, aber man darf doch keine Empfehlung. Es gibt, wir empfehlen ja nur die deutsche geschnittene 16er-Fassung. Genau, ja, so, ja gut, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Genau, die deutsche, wenn sie dann deutsche zum 16er-Variante die ja noch nach. Gilt ja auch als Klassiker, diese Variante. Ne, um auf das Thema nicht weiter rumzureiten, für diejenigen, die dann doch so ein bisschen jetzt noch Lust auf Giallo haben, haben wir vielleicht einen ganz netten Ersatz in Form von In Fabric oder wie er hierzulande rauskommt, das blutrote Kleid. Der erscheint nämlich jetzt gerade auf DVD und Blu-ray und stammt von Blu-ray und stammt von Regisseur Peter Strickland. Der hatte zuvor schon Filme gemacht wie Barbarian Sound Studio und Duke of Burgundy, die ich beide sehr mag, die eben beide sehr mit dem Giallo Mechanismen und Bildern und Farben und Schnitttechniken spielen, aber dann doch immer wieder so eine Art eigenen Kosmos kreieren. Und das passiert ja auch bei In Fabric. Hier geht es halt um ein blutrotes Kleid, das seine Besitzer in den Abgrund zieht und aus einem Modehaus stammt, das sehr, sehr merkwürdig ist. Oder? Absolut. Also, das ist ein Laden, da würde ich auch ganz wieder rausgehen, wenn ich da irgendwie drin stehen würde. Also, das spielt so ein bisschen, ist ein bisschen fast, kann man sagen, wie so der Hub des Films. Von dem aus passieren halt Dinge. Und der Film ist halt, das ist ganz wichtig, weil das kann bei Menschen, die mit Strickland noch nicht so firm sind. Er hat schon einen sehr eigenen Stil und der Film ist ganz wichtig, der hat quasi so ein bisschen so zwei Episoden. Also sie sind zwar, es geht sich alles um dieses Kleid, aber der Film macht quasi mittendrin plötzlich so einen Cut und dann geht quasi eine neue Story los. Das kann halt einen Bruch erzeugen bei Menschen mit eben nicht solchen Sehgewohnheiten, die auch mal ein bisschen was Experimentelles gewohnt sind. Also da kann man drüber stolpern. Strickland, wie gesagt, orientiert sich halt gerade optisch und inszenatorisch sehr eben an diesem 80s Giallo-Kino, auch was so Farbspielereien angeht. Also Argento ist ja sicherlich auf seiner Inspirationsliste. Aber er hat eben auch einen sehr eigenen Erzählstil. Und der Film ist super atmosphärisch und hat echt eine tolle Story zu erzählen, aber ist eben auch eher was für das ungewohnte Auge. Speziell, genau.
Das muss man halt auf jeden Fall dabei denken. Er hat einen sehr eigenen Stil, aber es ist ein guter Film auf jeden Fall, ja. Ja. Speziell ist auch ein gutes Stichwort für den nächsten Film, denn der heißt Iron Mask und ist die, das ist so ein bisschen komisch, weil das weiß man halt, glaube ich, nicht wirklich, sei denn man ist richtiger Fan von dem Vorgänger. Aber das ist die Fortsetzung eines Films, der hierzulande rauskam als Fürst der Dämonen und der von einem Kartografen handelt. Also der erste Teil handelte schon von einem Kartografen, gespielt von Jason Fleming. Und der halt durch die Gegend zieht und halt irgendwelche Abenteuer erlebt. Und jetzt hier in der Fortsetzung geht's wieder eigentlich um diesen Jason Fleming, der nach Russland, nee, nach China reisen soll und da halt irgendwie das Land erkunden soll und kartografieren soll. Aber parallel dazu geht es halt auch um einen Großmeister, und das ist jetzt kein Schwachsinn, den ich erzähle, einen Großmeister des Tees, gespielt von Jackie Chan, der aus seinem eigenen Land verschleppt wurde und in den Tower von London gepackt wurde, in dem Arnold Schwarzenegger der Oberaufseher ist. Ja, und dann geht's noch um Peter den Großen. Soweit die historischen Fakten. Ja, dann geht's noch um Peter den Großen, der halt in der eisernen Maske im Tower von London hockt und nun da ausbricht, um in Jackie Chans Heimat die Situation wieder in den Griff zu kriegen. Denn dort hat man einen Drachen erzürnt und gleichzeitig ein korruptes, mieses Business aus dem Teehandel gemacht. Hast du dem noch was hinzuzufügen, André? Ein relativ simpler Plot, also steigt man schnell durch auf jeden Fall. Nee, das war, genau, das war eigentlich das Ding. Also es passieren halt diverse Parallelhandlungen. Man denkt am Anfang halt natürlich, Fleming ist der Hauptcharakter, weil er wird so eingeführt. Und plötzlich geht es aber in der Hälfte des Films gar nicht mehr um ihn. Und er verschwindet auch einfach von der Bildfläche. Und genauso muss man auch ganz klar wissen natürlich, dass Jackie Chan und Schwarzenegger hier natürlich die Posterboys sind, die ebenso nicht mehr als irgendwie 10 Minuten Screentime im Film haben. Ein bisschen mehr haben wir schon. Naja, ein bisschen mehr schon, okay. Aber es sind auf jeden Fall natürlich nicht die Lead-Characters, sondern sie sind quasi natürlich der Star-Bonus. Und ja, sie kämpfen gegeneinander, aber natürlich muss man auch bedenken, wie alt die beiden inzwischen sind. Aber ihr Kampf macht immerhin Laune. Ja, lustig ist auf jeden Fall, aber mehr aufgrund der Sprüche und der Situation als dem Kampf selbst, muss man auch zugeben so. Aber wie sie es ausspielen und gerade auch die Dynamik dann an diesem Tower of London Set, was halt echt aussieht wie so eine Pappmaché-Hochburg irgendwie. Also es sieht halt aus wie so ein Musical fast, so als ob das so eine Kulisse hier hingestellt wurde und jetzt stellt euch mal da rein und kämpft mal ein bisschen. Aber man kann dem Ganzen halt wirklich einen gewissen Charme nicht absprechen, so abstrus das auch alles ist und am besten wirklich auch kopftechnisch versuchen, da nicht alles zu hinterfragen. Das kann nur schief gehen. Aber das ganze Ding hat so einen Abenteuer-Vibe, so einen ganz weirden, der irgendwie Spaß macht, obwohl es eigentlich schlecht ist. Also es ist halt kein guter Film, aber er unterhält auf eine gewisse abstruse Weise halt doch irgendwie. Es ist ein wilder Mix aus russischem und chinesischem B-Film-Spektakel. So. Es tut mir leid, es reizt mich überhaupt nicht. Ich werde mir nicht angucken. Es sieht aus wie völlig alles, was ich nicht mag. Auch wenn ich Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger natürlich mag, aber nicht diese Variante. Ja, ey, du, das ist auch wirklich kein Film, den man sich wegen denen anschauen sollte. Das ist genauso wie dieser Matt Damon aber genau wirklich, in diese Sparte kannst du den wirklich reinpacken. Da gucke ich lieber, ich habe mir heute schon zwei, drei Sachen aufgeschrieben, die würde ich dafür lieber gerne gucken. Bone Tomahawk, hier diesen 80s-Film da und so. Also, aber ey, ich weiß, es gibt Leute, die haben Bock auf einfach fulminante Action-CGI-Effekte. Kino mit Wobei man da sagen muss, CGI ist halt wirklich PS3-Niveau, ne? Also das sieht aus wie eine Zwischensequenz von vor 15 Jahren. Das ist echt richtig schlechtes CGI, also richtig schlechtes. Ich meine, der hat 45 Millionen gekostet, so wahrscheinlich sehr groß der für Jackie Chan und Arnold Schwarzeneggers Gage rausgegangen, also dementsprechend. Nach dem Budget sieht der leider nicht unbedingt aus, ja. Aber mein absolutes Highlight in dem Film sind wirklich diese, da gibt's so eine Gruppe eben, die diese Teehandel betreiben. Da gibt's solche übernatürlichen Martial-Arts-Wesen, die sehen ein bisschen aus so wie, hier sagt schon Kurt Russell, Big Trouble in Little China. Big Trouble in Little China auf Wish bestellt. Das ist irgendwie ganz, das fand ich ganz sympathisch, so ein bisschen Power Rangers für Arme, aber das fand ich sehr unterhaltsam. Aber wie gesagt, ist wirklich kein Film, den man gucken muss. Sicherlich nicht, nein. Ja. Power Rangers. Ja. Gut, bevor wir darauf zu sprechen kommen, kurz noch einen kleinen Service-Tipp. Wir haben hier eine kleine Grafik, denn bei Arte sind gerade die Cannes-Wochen erklärt worden. Und das hat zur Folge, dass mehrere Filme jetzt sowohl im linearen TV ausgestrahlt werden, als auch in der Mediathek erhältlich sind. Zum Beispiel geht's los hier mit Papillon, der läuft am 30.05. Shoplifters am 26. Der ist dann noch bis zum 1.06. in der Mediathek erhältlich. Der Geschmack von Rost und Knochen. Den habe ich schon ganz lange auf meiner Liste.
auch so ein Film, an den ich mich noch nicht rangetraut habe, weil ich immer gehört habe, oh, 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 ja, oh. Ja, ja. Das ist halt, ne? Immer ja, ja. So, oh, 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 oh. Und dann denke ich so, ha, habe ich jetzt Bock auf oh, 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 oh. Aber irgendwie reizt er mich. Aber allein für die beiden Hauptdarsteller musst du den Film gucken. Ich weiß, und die mag ich auch beide so gerne. Und ich will den eigentlich auch sehen. Ja, also sie ist eine Wahltrainerin, verliert ihre Beine. Er ist ein Türsteher, ein Mann, der halt eigentlich, sag ich mal, außer Gewalt viel, nicht mehr viel in seinem Leben hat. Außer eine Tochter, um die er sich nicht kümmern möchte. Oder ein Kind, um das er sich nicht kümmern möchte. Ich weiß nicht, ob es eine Tochter oder ein Junge ist mehr. Und die beiden, ja, die geraten halt aneinander und stellen halt fest, dass sie irgendwann nicht mehr ohne einander können. Und das wird toll in Szene gesetzt, toll gespielt. Aber es ist halt auch kein leichter Film. Genauso wenig wie der Ich, Daniel Blake. Hier geht es um einen Rentner, der halt jahrelang niemandem zur Last gefallen ist, dann halt aber plötzlich eine Herzattacke hatte und jetzt im Sozialsystem von England aufgerieben wird. Und ja, gibt noch bis zum 25.05. in der Mediathek, lief schon im Fernsehen. Bei Papillon habe ich leider nicht rausgefunden, ob der noch mal auf Arte in der Mediathek landet. Genauso wenig wie bei Das Piano. Aber der kommt halt am 3.06. noch mal im TV. Hast du den mal gesehen? Das Piano? Ja, klar. Ja. Mit, wie heißt er? Harvey Keitel? Genau, Harvey Keitel. Hab ich ja sogar im Kino gesehen. Ja? Mhm. Ja, das ist ja ein Film, den habe ich erst spät entdeckt. War ich in der Sneak, war das. Ja, und Papillon, meiner Ansicht nach, sollte man mindestens einmal gesehen haben. Großartiger Film über einen, ja. Das Original. Mann, ja, genau, das Original. Über einen Mann, der zu Unrecht, der für einen Mord, den er nicht begangen hat, auf eine Gefängnisinsel inhaftiert wird und dort wirklich bis ums Verrecken versucht auszubrechen. Ja, das alles demnächst auf Arte und, oder ja doch, auf Arte oder halt eben in der Arte Mediathek. So, und damit wären wir bei Mortal Kombat, Freunde. Mortal Kombat! Was sagt er? Mortal Kombat in 3 Sekunden. Mortal Kombat, es geht um ein Turnier zwischen der Erde und einer sogenannten Outworld. Und 9 Turniere hat die Outworld schon für sich entschieden. Wenn sie das 10. gewinnt, kann sie die Kontrolle über die Erde übernehmen. Aber sie wollen gar nicht erst das 10. gewinnen, sondern sie wollen schon dafür sorgen, dass eigentlich gar keiner der Menschen oder der Erde beim 10. Turnier antritt. Und deswegen werden die Kämpfer, die eigentlich für das nächste Mortal Kombat gedacht sind, gerade systematisch bearbeitet und beackert von unter anderem Sub-Zero, Reptile und wie sie alle heißen. Ist das die Handlung? Also ich glaube, oder? Mehr Who gives a shit? Ja, das habe ich mir nämlich dann im Laufe des Films auch gedacht. Wer, es ist mir eigentlich vollkommen egal, was die Handlung ist. Ich will eigentlich nur Klopperei sehen. Also ich sag mal. Und coole Szenen halt, coole, ja, coole Momente. Also ich meine, ich finde, das Positive an diesem Film ist, dass er schon auch versucht, wirklich das, die ganzen Sachen aus den Videospielen umzusetzen. Da sind, glaube ich, für viele Fans der Videospielreihe sind da immer wieder so kleine, oder nicht mal kleine, sondern auch große Andeutungen oder auch Sachen übernommen worden. Leider wirken die dann aber auch manchmal im Film halt sehr so nach Fanpleasing und ein bisschen unangenehm, wenn sie irgendwelche Sätze sagen, irgendwelche Fatality oder was auch immer. Also ich, ja, es ist halt eine Videospielumsetzung, aber es ist natürlich immer auch, naja. Und das Ding ist halt, natürlich ist es alles großer Quatsch. Ich fand die Schauspieler größtenteils nicht gut. Die CGI-Effekte sind mittelmäßig. Aber was der Film dann eben bietet, und ich glaube, das ist der Grund, warum jeder Mortal Kombat-Fan auch Bock drauf hat, ist, dass es dann schon schön saftig brutal wird. Die Finishing-Moves und so weiter sind wirklich erstens wie die Finishing-Moves auch in den Spielen. Mhm. Und zweitens sind die dann auch so umgesetzt, wie man sie halt sehen will. Wenn die nicht wären, wäre das halt wirklich dann eine Mogelpackung. Aber so muss man sagen, da geht halt natürlich keiner rein und erwartet jetzt hier großes Autorenkino, sondern da willst du halt auf die Fresse. Du willst auf die Fresse. Die Kampfchoreografien waren auch eigentlich ganz okay. Mir war es ein bisschen einfach zu viel CGI und zu viel CGI-Blut. Aber was willst du machen? Also da jetzt irgendwie komplett praktische Effekte zu erwarten, ist wahrscheinlich auch dann zu viel erwartet. Den kann man mal so wegschauen, wenn man auf das Franchise Bock hat. Aber ich tue mich schon schwer zu sagen, dass das ein guter Film ist. Ja, nö. Aber ich fand ihn okay. Also wirklich, ich habe jetzt nicht viel erwartet. Ich bin nicht der größte Fan des ersten Mortal Kombat Films. Und aber es war wie so ein Porno, wo du einfach nur zu den Gewaltszenen beziehungsweise also im Porno dann zu den Sexszenen vorskippst. Weil du dich schon sehr schnell langweilst, wenn nicht gekämpft wird. Also sobald irgendwo Exposition Talk stattfindet oder die irgendwo in der Location sind und über irgendwas, ja, aber hier Kang Lao hat die Höllenpforte geöffnet, denke ich direkt so.
Ja, aber man muss ja auch sagen, der Film hat echt viel Kritik geerntet für die Story und so, wo ich mir halt denke, Leute, was erwartet ihr denn von einem Mortal Kombat-Film? Also ganz im Ernst, so, ja, okay, die größte Kritikpunkt, den ich gelten lasse, ist, der Film hat halt kein Turnier. Okay, das hat zumindest der 90er-Film hat das zumindest halt gehabt, weil der wäre auch sehr nah am ersten Spiel wirklich dran. Und das hier ist halt mehr oder weniger so ein Aufbau zu einem neuen Franchise, zu sagen, das Turnier kommt erst noch und das ist jetzt quasi hier der Vorlauf und gleichzeitig zu zeigen, die Outworld ist halt ein Foulplayer, die das halt quasi schon vorher sabotieren wollen. Aber der Rest ist ja drin. Also als Aufhänger nehmen sie ja diesen Nachfahren von Scorpion. Das ist halt auch so ein bisschen unnötig natürlich, weil du hast einen riesen Raster an Charakteren im Mortal Kombat. Ja, also über die ganzen 11 Teile, die es mittlerweile gibt, plus irgendwelche Spin-Offs, gibt so viele Charaktere, die du halt zur Verfügung hast, und sie nehmen halt trotzdem, sie erfinden einen neuen. Dann kann ich sagen, auch als Fan, so für Fans, so, ja, okay, das muss halt eigentlich nicht sein. Du hast theoretisch genug Charaktere, um dir irgendeiner von auszusuchen als Lead, aber geschenkt so. Aber sobald es dann auch losgeht, wirklich mit den Kloppereien, habe ich auch. Ich war so, ich hatte so viel Spaß mit dem Film, auf der plakativsten Ebene so. Aber er hat genau das geliefert, was ich eben auch sehen wollte. Kloppereien. Eben Gore, das ist eben, was der 90er-Film ja auch nicht geboten hat damals aus PG-Gründen. Und da kriegst du doch das, was du willst. Und ja, die CGI-Effekte sind so lala. Gleichzeitig erfüllen sie dann aber auch diesen Comic-Relief der Spiele, die ja halt auch super hart sind, aber durch dieses übertriebene Comic, die comichafte Gewalt eben so fast schon so skurril lustig wirken. Und so ist der Film ja am Ende des Tages ja auch. Also es ist halt ein Riesenquatsch so, aber er hat mir eigentlich genau wirklich das geliefert, was ich irgendwie davon erwartet habe. Und die Erwartungen waren halt nicht hoch. Und die hat er trotzdem irgendwie erfüllt und ich hatte echt Spaß damit. Aber also, guter Film so, nö. Aber es also nicht, ist halt, ich möchte nicht sagen, es ist wie Iron Mask, aber so, man muss auf die primitivste Art und Weise halt Spaß damit haben. Und dann finde ich, hat das funktioniert. Also deswegen, ich finde, die Erwartungshaltung sind da ganz wichtig bei so einem Film. Eben genau das, Exposé und so weiter, ey, vergiss es, da kriegst du halt nicht viel. Freu dich einfach auf das, was das Visuelle irgendwie bietet. Und dann ist es lustig halt, unterhält halt. Kampfchoreografien hätten ein bisschen geiler sein können. Da war noch ein bisschen viel Schnitt dabei. Dafür, dass sie, ich meine, du hast es ja schon geteasert auch später dann eben, dafür, dass sie auch Schauspieler genommen haben, die eben Kampfkunst beherrschen. Dafür hätten die echt noch ein bisschen dynamischer sein können, mit weniger Kameraschnittarbeit, um die auch mal auslaufen zu lassen, wirklich die Kämpfe. So haben sie sich ein bisschen selbst limitiert, finde ich. Das hätte ein bisschen geiler sein können. Aber sonst hatte ich mit dem Ding wirklich Spaß. Einfach stumpfen Spaß. Ja, ich finde halt, er macht sich so ein bisschen umständlich alles. Ne? Also die ganze Geschichte mit dem Baby, die hättest du auch weglassen können, interessiert keinen. Und ob Sonja jetzt am Anfang irgendwie so ein Ding hat oder irgendwie erst am Ende, ist auch eigentlich Wumpe so. Also ich weiß nicht, der schafft sich da so Storylines, so kleine Storylines rein oder Handlungsstränge, oder wie immer es denn mal nennen möchte, die meiner Ansicht nach halt, ja, die hättest du weglassen können und dann wäre das Ganze noch ein bisschen knackiger. Und ich muss ja sagen, ich finde, der hat eigentlich am Anfang eine ganz gute Frequenz. In der ersten halben Stunde, so 35 Minuten, gibt es eigentlich schon direkt 3-4 Kämpfe so. Also es ist ja in Ordnung. Dazwischen kommt halt dieser große Part, wo einfach nichts passiert. Und der ist irgendwie meiner Ansicht nach fehl am Platze. Da hättest du halt einfach straffen können so. Und das mit dem Schnitt gebe ich auch André recht. Hier und da ein bisschen zu oft geschnitten. Aber auch alles in allem, ich konnte es gut durchgucken so. Das war jetzt nichts, was mich irgendwie großartig stört. Aber jetzt halt auch nichts, was mich großartig begeistert. Ja, ich habe schon ein bisschen gespult. Ja? Ja. Also mich hat einfach jedes Mal, wenn die nicht gekämpft haben, habe ich es kaum ausgehalten. Ich wollte einfach nur sehen, wie sie sich aufs Maul hauen und wie am Ende ein Finishing-Move kommt. Wie beim Spiel halt auch. Ja? Ja. Also da will ich auch nicht den Dialog von Sub-Zero oder Scorpion sehen. Das ist mir völlig scheißegal. Obwohl halt, da muss ich sagen, da freue ich mich dann, dass sie dann halt so Leute wie Sanada oder Taslim genommen haben, die halt Sub-Zero und Scorpion spielen. Das sind coole Jungs. Also wirklich, ich guck denen gern zu. Der Taslim ist der aus The Night Comes Force. Mhm. Weißt du? Mhm. Der Haupttyp. Welcher? Ach, der Haupttyp. Der Haupttyp. Der halt das Kind gerettet hat. Mhm. Und dementsprechend, ja, also auch da fand ich's cool, dass man wenigstens solche Leute noch mit am Start hat, wo man halt weiß, okay, die können auch was. So, ja? Und ey, für mich. Ja, die Games haben ja auch eine Lore, so ist es ja nicht. Aber die ist halt genauso quatschig. Also, ja klar, die baut schon auf den ganzen Teilen und die referenzieren auch immer wieder und so weiter. Aber das ist ja auch so eine ich ziehe mir halt was aus dem Hut-Story. So, wenn halt jemand stirbt, dann kommt der halt aber irgendwie wieder durch irgendeinen Trick oder einen Magier oder einen Zauberer. Also, das hat Story, ja, aber es ist ja auch alles total quatschig. Und genauso quatschig ist halt der Film auch. Jo. Ey, kann ich mit leben. Wie gesagt, ich finde nur, er macht sich halt ein bisschen umständlich. Das geht halt auf die Länge.
und nimmt dem halt eigentlich dieser guten Frequenz zu Beginn die ja eher lähmende Frequenz halt in der zweiten Hälfte irgendwie in Kauf so. Und das ist halt ein bisschen schade. Ja, und der teasert halt natürlich groß auf so what to come, ne? Also ja, genau. Macht er einen auf. Im nächsten Teil kommt dann wirklich das Turnier. Also da plädieren sie schon hart drauf, dass das Ganze halt jetzt ein laufendes Franchise scheinbar wird. Aber sie haben auch genug Charaktere, mit denen sie das noch machen können, wie du es vorhin schon selbst gesagt hast. Ne? Wenn sie sich nicht wieder fünf aus dem Ärmel ziehen, die es gar nicht gibt, genau. Dann. Ja. Nee, das Potenzial ist da. Müssen halt gucken, ob es funktioniert natürlich jetzt, ob der erfolgreich läuft. Aber sie teasern halt schon hart drauf, dass da mehr kommen soll. So, ne? Das macht das ganze Ende vom Film sagt ja schon, freu dich auf den nächsten Teil. Ja, sind wir gespannt, was passiert. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal gleich noch ein paar schöne und echt paar interessante Anekdoten vom Dreh und so von Max zu hören kriegen. So, jetzt haben wir noch einen Film. Nee, zwei haben wir noch. Aber einen müssen wir noch ein bisschen ausführlicher besprechen. Army of the Dead startet morgen auf Netflix. Der nächste Zack Snyder-Film seit dem Snyder Cut. Ja. Ja. Es geht hier um eine Zombie-Seuche, die hat Las Vegas in eine Zombie-Metropole verwandelt. Und weil sie in der Lage nicht so wirklich Herr geworden sind, haben sie halt Las Vegas hermetisch abgeriegelt. Dort regieren jetzt die Zombies. Aber dort liegt auch noch jede Menge Geld rum. Weswegen einer der Überlebenden der Zombie-Apokalypse namens, oh, wie heißt der, Ward? Hab ich den Namen wieder vergessen. Dargestellt von Dave Bautista. Oder Bautista. Scott Ward heißt er. Der soll jetzt halt im Auftrag von eben dem Scorpion aus Mortal Kombat, soll er nach Las Vegas rein mit einem Team und soll 200 Millionen aus einem Tresor rausholen, bevor die Stadt mit einer Atombombe dem Erdboden gleichgemacht wird. Geile Story. Zack. Das ist doch mal ein Skript. Ja. Das ist doch ein klarer Auftrag. Du hast ein klares Ziel, du hast eine klare Bedrohung oder mehrere. Ja. Der Film geht über 2,5 Stunden, glaube ich. Ja, ein bisschen auf jeden Fall mehr als 2 Stunden, 2,20 würde ich sagen. 150 Minuten. Ja, okay. Ja. Doch. Also 2,5 Stunden. Und Matthias Schweighöfer spielt mit. Als deutscher Comic Relief spielt einen deutschen Nerd. Ludwig Dieter. Bester Name. Wobei man jetzt natürlich fairerweise sagen muss, ich glaube, André hat es auch in seinem Review auf Letterboxd geschrieben, es klingt schlimmer, als es dann im Film eigentlich ist, weil er eigentlich, dadurch, dass er halt der Comic Relief ist, eigentlich auch mit der einzige einigermaßen sympathische Charakter in diesem Ensemble ist. Und das hat nicht viel Screenzeit. Es sind ein paar Szenen. Und aber das die er hat? Die sind okay. Und also ich hatte auch nicht das, also ich fand sogar auch, ich habe mich eigentlich immer gefreut, wenn er dann auf dem Screen war, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Matthias Schweighöfer-Fan bin und es immer irgendwie wehtut, wenn ein Deutscher so klischeehaft dargestellt wird und so, ne? Aber ja, ich finde, er hat das auf jeden Fall gemacht. Er fällt da jetzt auch nicht negativ raus oder so. Und ansonsten ist der Film halt auch ein ziemliches CGI-Fest. Literweise CGI, Blut und nicht alle Effekte sehen gut aus. Aber ich fand, dafür, dass der so lang geht, habe ich mich echt ganz gut unterhalten gefühlt. Also, ja, ist auch natürlich Quatsch und Hirn aus und auch kein großes Autorenkino. Aber das will halt auch gar nicht sein. Die Prämisse, deshalb meine ich, die Prämisse ist von Anfang an klar, es ist ein Heist-Movie mit Zombies und das bietet der von Anfang an. Es sind so ein paar Sachen, die mir nicht gefallen haben. Also ich fand zum Beispiel, dass es dann irgendwie so super Zombies gibt, die dann auch Emotionen haben und das ist dann immer so, oder auch so eine, also das ist, ich weiß, mir ist klar, du brauchst irgendwie einen Antagonist oder so, aber da frage ich mich dann immer, okay, was ist das dann jetzt? Du hast einerseits die dummen Zombies, die einfach irgendwie brainless auf dich zurennen und Fleisch. Und dann hast du aber den, der um seine Frau trauert. Der Alpha-Zombie. Den Alpha-Zombie, der das Ganze persönlich nimmt, der Emotionen hat und so weiter. Das hätte es für mich jetzt nicht gebraucht, so diese Storyline mit dem Alpha-Zombie und dem, ich will jetzt nicht zu viel spoilen, was da noch so passiert. Da hätte ich mir eher wirklich ein Heist-Movie, so World War Z-mäßig gewünscht, wo die Zombies keinen Charakter haben, wo die einfach nur die Masse an Zombies die Bedrohung ist. Und dann brauche ich nicht noch so Zombie-Queen und Zombie-König. Irgendwie diese. Das war mir ein bisschen zu doof. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen,
Das Genre ist jetzt halt schon echt in allen Facetten, glaube ich, ausgeschlachtet worden und variiert worden und so. Da fand ich es jetzt okay, weil selbst ein Romero hat irgendwann angefangen, den Zombies mehr Fähigkeiten zuzugestehen und eine gewisse Evolution zuzugestehen, sodass sie halt irgendwann mal Werkzeuge benutzt haben oder auf Pferden geritten sind, sogar geweint haben sie. Also da, finde ich, kann man Snyder jetzt nicht unbedingt einen Vorwurf machen, dass er versucht, einfach auf dem Zombie-Thema noch ein bisschen was rauszuholen. Aber es ist ja nur einer oder zwei. Was? Es sind ja nicht alle so. Nee, es sind nicht alle so. Es gibt halt diesen einen Clan, sagen wir mal, und es gibt halt noch die ganzen anderen Dummen, ja. Aber ich finde das in Ordnung. Man merkt halt echt stark, an was sich Snyder und dann auch Schweighöfer ja letztendlich so ein bisschen orientiert haben. So, ne? Es gibt diese eine schöne Sequenz, wo sie durch diese schlafenden Zombies durch müssen. Ist halt Train to Busan. So, die ganze, das ganze Setting, das ganze Szenario ist Peninsula, die Fortsetzung von Train to Busan. Ich fand, er hat mich auch so ein bisschen an Day of the Dead erinnert, mit diesem Stalker-Zombie. So, an dem zweiten Zombie-Film von hier damals Romero und Savini. Also, ich muss sagen, ich war auch gut unterhalten, tatsächlich über diese Laufzeit. So. Aber eben anhand eben Man on a Mission, ne? Also, du hast dieses Team, das wird rekrutiert in den typischen Montagen, wie wir so alle kennen. Und da sind ein paar lustige, ein paar weniger lustige Charaktere dabei. Und dann geht's an die eigentliche Mission. Dann kommen diese speziellen Stationen. Dann hast du die große Action. Und am Ende ist es sogar noch halbwegs konsequent, finde ich. Also das fand ich, hat mir alles in allem, wo ich sage, ey, eigentlich ein ganz solider Snyder-Film so. Man muss ja hier auch an die Prämisse denken. Das ist ja jetzt nicht so oft. Und jetzt wird's langsam teuer, André. Ja, aber das war schon, das ist, glaube ich, dritte Mal. Ich krieg von dir auf jeden Fall jede Menge klar. Aber du hast es auch schon gesagt, du musst auch noch zu lönen. Ich habe gar nichts gesagt. Ja, ich schick's per PayPal, ich bin ja nicht da. Die Idee des Ganzen muss man nicht außer Acht lassen. Ich meine, das passiert in den ersten zwei Sekunden. Es geht ja hier nicht irgendwie um einen, keine Ahnung, Atomunfall oder irgendwie, wie auch immer diese Zombies entstehen, sondern die Ausgangslage ist ja hier quasi ein militärisches Ding. Und deswegen finde ich halt diese Idee dieser Super-Zombies ist ja konsequent, weil sie zum Part der Geschichte gehört. Also die entstehen ja nicht einfach nur, weil sie sich entwickeln, sondern die sind ja dahingehend, also es ist ja so gedacht, dass die so entstehen. Dass es halt dann quasi verschiedene Entwicklungen gibt, die einen halt ein bisschen dümmer als die anderen und Co. Das fand ich sogar irgendwie sogar spannend, weil, wie Daniel gerade sagt, das Zombie-Thema ist nun mal eins der ausgelutschtesten im Horror, die du hast. Und ich fand gerade, dass er so ein Ding aufmacht, diesem eigenen Ökosystem, was dann in dieser abgeschotteten Las Vegas-Stadt passiert oder sich entwickelt. Das fand ich sogar spannend, weil das kriegt so ein, ich habe so ein bisschen ja mit Doomsday auch verglichen. Ja, oder, Doomsday, oder wer auch im Videospielsektor unterwegs ist, so Dying Light oder sowas. Also dass so in so einer abgeschlossenen Stadt sich so ein eigenes System entwickelt, was dann da irgendwie für sich autark einfach aufkeimt, wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Pilzbefall, der sich so langsam die Stadt erobert. Die Idee mochte ich eigentlich ganz gerne. Und es hat so eine Ebene reingebracht, die auf der einen Seite denkst du erst, oh, das ist ja voll der Quatsch. Und ist es natürlich auch, aber es macht es gleichzeitig irgendwie spannend. Und du hast halt eine Ebene drin, die ich nicht erwartet hätte. Weil ich dachte wirklich, es wird halt so ein Ocean's 11 trifft World War Z. Die rennen da rein, 1 Milliarde Zombies, alles wegballern, wieder raus. So. Aber das hat so eine Ebene reingebracht, die ich nicht erwartet habe. Und die hat dann doch irgendwie auch nochmal mein Interesse nochmal angefacht. So. Und ich muss halt auch sagen, dafür, dass der so lange dauert, da war ich halt auch erst, boah, ey, 150 Minuten Zombie-Film, so, oh mein Gott. Das funktioniert erstaunlich gut, weil er eben so viele, Daniel sagt es gerade, so viele Etagen hat, so viele einzelne Steps. Erst die Einführung der Charaktere, jeder von denen kriegt auch schon noch so genug Zeit, damit du den nicht komplett blass findest und jeder kriegt so eine kleine, ich möchte nicht sagen Backstory, ist zu viel gesagt, aber kriegt einige Eigenschaften aufgedrückt, die du auch dann mitnimmst und dadurch entsteht schon so eine Gruppendynamik, die du dann auch verfolgen kannst. Und wenn dann erstmal die Action auch wirklich dann losgeht, dann hast du da eben auch die verschiedenen Steps. Dann gibt's natürlich dann diese, wie heißt hier die Charakterin mit den kurzen Haaren, die so ein bisschen da durchführt, so als Guide. Ich komme gerade nicht drauf. Aber die Blonde? Ja, genau, die Blonde. Ja. Die auch bei hat sie nicht bei Dings mitgespielt, bei dem Maniac-Remake von Ja, genau. Ja. Ella Purnell oder heißt sie? Nee, irgendwie Non-Szene oder irgendwie sowas. Nora Annezedede. Genau. Arne Zeder. Nora Arne Zeder, genau. Ja, Lilly, genau, Lilly hieß die. Die dann auch halt das Wissen über diese Stadt hat, die genau halt weiß, okay, wir müssen denen jetzt irgendwie hier das und das bieten, sonst lassen sie uns nicht in Ruhe und wir müssen uns so und so verhalten. Das hatte so eine, ich fand das Worldbuilding echt ganz clever für so einen Film so, der an sich auch halt stumpf ist. Aber ich mochte das ganz gerne, dass er sich wirklich Gedanken gemacht hat, wie kann ich hier so eine Welt etablieren, die halt schon ein eigenes Ökosystem hat.
Und das hat echt gut funktioniert, fand ich halt auch. Und ich muss auch sagen, halt auch gerade bei den Charakteren, wie gesagt, Schweighöfer fand ich sogar wirklich positiv. Der hat mir wirklich gut gefallen, auch wenn es klischeehaft war. Also seine Szenen Bromance ihm, hat den Film sehr schön befeuert. Die Idee, genau, die Szenen mit ihm, gerade dann bei dem Tresor später und so, weil er ist ja so der Safe-Knacker quasi, der wichtigste Mann eigentlich im Team, so gesehen, weil er halt einen Skill hat, den kein anderer hat. Das hat echt funktioniert für mich. Ich habe da echt so ein bisschen mitgefiebert sogar, auf einer kleinen Ebene. Und das fand ich wirklich charmant. Und muss ja auch noch sagen, das ist natürlich nur so eine Grundplotline, aber eben mit Batista, so mit seiner Tochter, das hat auch irgendwie ganz gut funktioniert. Auch wenn es jetzt nicht natürlich total plakativ und platt war und tausendmal gesehen, ging mir das auch ganz gut rein. Und es gab ja auch schon so ein bisschen Stimmen, dass halt gesagt wurde, dass Snyder ja vielleicht auch so ein bisschen damit den Verlust von seiner eigenen Tochter so ein bisschen bei dem Film hier verarbeiten will, die ja, ich glaube, 2017, glaube ich, umgekommen ist, dieses Leben genommen hat. Mit Sicherheit wird das auch mal wieder Thema, also auch Thema gewesen sein. Dass so ein Grundtenor auch das mitgespielt hat. Und irgendwie hat das so als gesamtrundes Ding wirklich, hat das für mich gut funktioniert. Ich war wirklich überrascht. So, ja, der hat natürlich Probleme und sieht nicht alles geil aus. Und wie gesagt, es gibt auch wirklich quatschige Momente. Und es gibt Momente, die kannst du wirklich meilenweit riechen, auch wenn dann so kleine Twists innerhalb der Story passieren. So, das ist alles keine große Kunst. Aber ich war wirklich für einen 150 Minuten Zombie-Film, war ich durchaus positiv unterhalten. Ja. Sehe ich ähnlich. Also der hat quatschige Story, aber auch vernachlässigbare Effekte oder beziehungsweise nicht die besten Effekte, aber eben die Figuren und die Action reißen es raus. Ja, ist, wie gesagt, man kann das mal machen, der ist relativ unterhaltsam für die lange Laufzeit, aber ist auch jetzt nichts, was ewig im Gehirn bleibt, glaube ich. Nee, ach nein. Das nicht. ist euch das halt wirklich beim Gucken aufgefallen, dass die ja hier Notaro quasi in den Film rein CG'd haben? Nee. Weil die haben den ganzen Charakter ausgetauscht. Das ist, also, ja, als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich, warum die immer so ein bisschen abgesetzt wirkt, ihre Szenen. Also oftmals wirkt es schon so, als wäre es nicht die gleiche Szene, also als wären die jetzt nicht zur selben Zeit am selben Ort gewesen, aber dass die teilweise komplett digital ersetzt worden ist. Das habe ich nicht gemerkt. Ja, weil der Darsteller, der ursprünglich mit der Rolle besetzt war, der hatte wegen Sexual Harassment diverse Klagen oder beziehungsweise diverse Skandale. Die Marion, die den Hubschrauber geflogen hat, ist der Charakter. Nein, ich weiß, wer der Charakter Chris ist, aber wer der ausgetauscht wurde. Chris Delia oder so heißt der so? Chris Delia. Delia, ja. Ja, der, genau. Ja. Okay. Und der war eigentlich diese Figur und den haben sie dann halt komplett gegen Tick Notaro ausgetauscht. Das wusste ich nicht, weil ich kenne die beiden, das sind beide Stand-Up-Comedians, Tick Notaro und Chris Delia. Und Chris Delia hat kein Sexual Harassment begangen, sondern der Vorwurf war, dass er seine Position ausgenutzt hat, um sich mit Mädels auf Instagram. Okay, dann tut es mir leid, aber ich wusste halt nur irgendwas, er hat irgendwas in frauenbelästigender Art und Weise, beziehungsweise Ja, ist auch ein anderes Thema, aber ist interessant, dass dann auch mit Tick Notaro, die ja damals Louis C.K. auch ein bisschen ans Messer geliefert hat, ersetzt haben. Es ist sehr interessante, wenn man da die ganzen Leute kennt. Gut, er hat sich, ich will die nicht in Schutz nehmen, ne? Ich sag's nur, es ist sehr komisch. Und es ist mir nicht aufgefallen, dass Tick Notaro nachträglich reingeschnitten wurde. Ja, also hinzugefügt. Also sie CG, wurde unter anderem digital ersetzt und ihre Szenen wurden. Also da waren vorher die Szenen mit Chris Delia und dann haben sie die rausgeschnitten und sie reingemacht. Genau. In die gleiche Szene. Nee, unter anderem Szenen nachgedreht und in sie aber auch sowohl in die gleiche Szene reingesetzt und durch eine, durch eine digitale Figur ersetzt. Okay. Ja. So viel zu Army of the Dead. Jetzt habe ich noch einen kleinen Veranstaltungstipp so gesehen. Am 25. Mai könnt ihr euch den Entführungsfilm Nicht dein Mädchen umsonst und ohne Anmeldung unter dieser Adresse, die hier eingeblendet wird, anschauen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das ist der Tag der entführten Kinder. Also anlässlich des Tages der entführten Kinder geht es hier in diesem Film um eine Entführungsgeschichte im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Tirol. Und der wird jetzt halt umsonst für alle am 25. Mai auf der Seite, die wir da eben eingeblendet haben, gezeigt. Also kann man sich halt dann einfach da problemlos angucken. Fand ich eine gute Aktion, die für einen vielleicht guten Film sorgt, den man sich dann angucken kann. So, das war's, ne? An dieser Stelle? Ich glaube schon. Liebe Freunde, ich danke euch beiden. Danke, André. Danke, Etienne. Gerne. Und nicht abschalten, wir hören jetzt nicht auf, wir gehen nur in die Werbung und danach geht's weiter mit unserem Interview mit Max Huang. Bis gleich.
Soldado Jungsche. Masashi, Hanzo. Oh, Jungi, du dauert ja Idien. Kann gar nicht sagen, da das ist zu. Sie rei Ryu. Ijin. Gebo Miela. Kisama, die Kotoba war wakaranka. Kore da gea wakar. Washi ga Kisama o kiru. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und zu einem Besetzungswechsel. Ja, wir haben wild durchgemischt, denn wir haben einen wirklich, wirklich guten Grund dafür. Max Huang ist zu Gast bei uns, kommt frisch angereist aus Nürnberg. Dein Applaus. Ja, dein Applaus. Er ist Metropole, sorry. Ja gut, es war ein weiter Weg. Es war ein weiter Weg. Und unter den heutigen Bedingungen dauert es vielleicht sogar noch immer ein bisschen länger. Und du kamst davor sogar aus Australien, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aus Australien, Sydney, genau. Da haben wir als letztes gedreht und jetzt habe ich das Glück, bei euch hier im Studio in Hamburg zu sein. Wir haben die Freude, dass du wirklich die Zeit dir nimmst. Und ja, um mit uns ein bisschen über deinen Werdegang zu sprechen, wie du von einem begeisterten Fan und Sportler, sage ich mal, zu Kung Lao geworden bist. Eine Figur aus dem aktuellen Mortal Kombat-Film. Und weil das alles irgendwie gebührend zelebriert werden soll, haben wir hier meine Frau Silke am Start, wir haben Sandro am Start. Der hat nämlich noch seine Konsole mitgebracht, auf der wir gleich ein bisschen noch Mortal Kombat spielen wollen. Wir wollen ja wissen, ob der Mortal Kombat-Kämpfer auch wirklich Mortal Kombat zocken kann. Aber kein Druck. Kein Druck, genau. Kein Druck. Ey, alles gut, alles gut. Ich werde auch ich mal versuchen, gegen dich anzutreten. Und ich werde, wenn wir es hier hinkriegen, mit Robocop spielen. Das kann nur schlimm werden. Ich tue einfach so, als wüsste ich, was ich mache. Genau. Immer gut. Und weil er ein ganz wichtiger Bestandteil oder Baustein deiner, sag ich jetzt mal, Karriere ist, haben wir natürlich jetzt auch noch mal die Gelegenheit wahrgenommen, Steven von zu Hause aus, aus dem Babysitterdienst dazuzuschalten, der sich extra hier noch mal die Zeit genommen hat, um kurz mit dir zu quatschen, weil ihr kennt euch seit wann? Hey Steven, ja. Hunderten von Jahren. Genau, ist eigentlich so ein historisches Ereignis, kann man sagen, weil wir uns jetzt zum ersten Mal wirklich sprechen, aber 2010, bei der Premiere von Karate Kid hat das Ganze wirklich angefangen. Und damals hat Steven moderiert auf dem roten Teppich. Ich war da als Fanboy von Jackie Chan, zwischen 3000 anderen Fans und wollte Jackie unbedingt sehen und ja, mit viel Glück und ich weiß nicht, was noch alles dazu beigetragen hat, aber auf jeden Fall hat das dann tatsächlich geklappt, dass ich meine Karriere so starten konnte ab dem Zeitpunkt. Aber was hat Steven denn dann gemacht? Steven hat etwas sehr Einfaches, aber sehr Wirkungsvolles gemacht, und zwar mein Demo-Reel damals. Das war noch so eine DVD. Da hatte ich mein ganzes Zeug draufgebrannt, von Martial-Arts-Szenen und so weiter. Das hat er wirklich an sich genommen und das weitergeleitet an Jackie. Und ich weiß noch, dass Jaden Smith war ja damals auch dort. Der kam dann auch, ich weiß gar nicht, wie alt er war, wahrscheinlich 15, 16. ja. Hat irgendwie bei den ganzen Mädels, bei den Fans unterschrieben. Ich war dazwischen und hab ihm auch nochmal die CD in die Hand gedrückt und er hat mich dann so angeguckt, okay, und hat das Ding dann genommen und ist auch abgezischt. Also zweimal hat Jackie Chan das wahrscheinlich bekommen und die beiden haben ganz doll dazu beigetragen. Deswegen, ja, für mich ist es so echt emotional, weil das war wirklich so der Start einfach mit dem Ganzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Die haben dann, oder Jackie Chan oder sein Team haben sich das angeschaut und dich dann kontaktiert oder was? Sodass du dann irgendwann im Stunt-Team von Jackie Chan gelandet bist. Ja, also wie genau das passiert, das weiß ich auch nicht. Aber ich habe einen Monat später eine E-Mail bekommen. Krass. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich auch an Schicksal. Ja? Ich war zu dem Zeitpunkt dann in Shanghai und bekomme diese E-Mail. Und ich habe zu der Zeit an der Sportuni Martial Arts studiert. Das kann man dort. Ist auch was Cooles. Und
habe dann eben diese E-Mail bekommen und wurde gefragt von dem Stunt-Koordinator von Jackie, ob ich denn in Shanghai Arbeitsmöglichkeiten und Wohnungsmöglichkeiten hätte, weil sie jetzt da den Film drehen wollen. Und ich war halt schon da und habe mich dann 2 Tage später mit den Leuten treffen können. Und das Ganze ist somit sofort ins Rollen gekommen. Also, wie gesagt, seitdem glaube ich wirklich so wenn das ein an Schicksal. Wenn das ein Film wäre, würde man sagen, zu unwahrscheinlich. Also, aber jetzt, so viel ich Glück. So. Ja, aber ich würde ja gerne mal reingrätschen, einmal, wenn ich darf. Weil ich finde, das ist so eine schöne Geschichte. Und ich kann ja nur mal aus meiner Warte auch sagen, dass also bei Premieren und vor allen Dingen bei der Premiere waren ja extrem viele Menschen da. Und es wird ja immer sehr viel rumgerufen und Jackie, komm hierher und Jaden, komm hierher und Will, komm hierher. Richtig. Und also so wie ich das erinnere, ist das ja immer was wirklich ganz Besonderes. Also Nummer eins sind die Premieren immer schön, weil die Fans da sind und die Fans das ja auch erst richtig in die tollen Bahnen lenken und für die machen die Leute ja auch die Filme. Ne? Also die Premierengäste, da haben wir schon ausgiebig drüber gesprochen, kommen meistens für die Drinks und nicht für den Film, aber die Fans draußen sind diejenigen, die eigentlich diese Events und diese Veranstaltungen erst groß machen. Hm. Und Jackie ist, glaube ich, wie auch ein Johnny Depp oder wie ein Jaden oder wie ein Will Smith, jemand, der auch sich die Zeit für die Fans nimmt. Und ich fand es ganz besonders, dass er, und ich weiß noch, also das erinnere ich zumindest noch, Max, dass du rausgestochen hast durch deine Art und Weise, weil du eben in diesem Pulk an Mädels standst und eben da vielleicht auch nicht reinpasste. Aber dass du diese DVD dabei hattest, finde ich total großartig. Und ich weiß, dass Jackie noch da war. Und ich weiß nicht, ob ich meinte irgendwie zu dem, you have to meet someone. Ich weiß nicht, ob er sogar noch zu dir in deine Richtung gegangen ist, aber ich habe ihm auf jeden Fall diese DVD beim Reingehen in die Hand gedrückt und gesagt, take a look at this, ne? Dass er sich das auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise anguckt. Also ich danke dir, dass du denkst, ich habe da jetzt in irgendeiner Art und Weise deine Karriere beeinflusst. Ich glaube, was das Schöne ist, und das hast du gerade gesagt, ich glaube, es gibt so etwas wie Schicksal und es gibt so etwas wie zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich finde, man muss aus Chancen versuchen, immer sich selber einen Vorteil zu erkämpfen. Aber ich sage es nochmal, ne? Wenn ich ihm die DVD gegeben habe und das dazu geführt hat, dass er sich das angeguckt hat, bist du ja immer noch derjenige, der es geschafft hat, ihn davon zu überzeugen, sich bei dir per E-Mail zu melden. Und du bist echt ein feiner Kerl. Und das, was wir da jetzt auch Mortal Kombat gesehen haben und was ja auch in Zukunft noch von dir kommt, das bist ja du. Und deswegen gibt es da eine Möglichkeit für eine Riesenkarriere. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das Zeichen für alle da draußen. Ne? Das ist ja wie Justin Bieber, der Straßenmusiker, der irgendwann entdeckt wird. So ist das bei dir halt auch. Und das ist ja das Geile. Am Ende ist immer noch Talent und eine positive Grundeinstellung der Schlüssel zum Erfolg. Und die hast du ja. Und das finde ich so geil. Und ich freue mich einfach, dass ich zu einer Zeit an einem Ort war, wo sozusagen History in the Making war. Das finde ich so geil. Also ich bin ja total happy, dass das in irgendeiner Art und Weise passiert ist. Und das ist echt geil. Und dich dann da in dem Film zu sehen, über den wir auch gleich noch ein bisschen sprechen werden, das macht mich total glücklich. Also ich bin total happy, dass das passiert ist. Jetzt habe ich aber die Frage. Danke dir. Ja. Ich habe aber bei dir bei IMDb gelesen, du warst unter anderem Ninja Nummer 3 in Lasko und die Faust Gottes. Das will ich nicht abstreiten. Das ist auch mal passiert, ja klar. Aber war das danach erst oder war das schon davor? Das war wirklich, glaube ich, sogar zu dem, muss ungefähr zum gleichen Zeitpunkt gewesen sein, wo ich dann meine DVD auch abgegeben habe bei Steven. So kurz davor oder kurz danach, weil also ich habe immer schon als kleiner Junge angefangen, Filme selbst zu machen. Damals riesen Camcorder von meinem Papa genommen und mit 6, 7 Jahren Drehbücher angefangen zu schreiben. Und nee, die Freunde zum Geburtstag nur eingeladen aus dem Grund, damit wir einen Film inszenieren können. Die wussten davon natürlich gar nicht. Aber ich wusste Bescheid. Und genau. Und dann auch mit 14, glaube ich, war ich das erste Mal an einem Filmset, weil ich unbedingt dahin wollte. Ich finde, Filmsets haben für mich sowas extrem Magisches. Ich glaube, dass in
in diesem Set immer etwas inszeniert wird und auch sind so viele kreative Köpfe dabei. Das hat mich schon immer fasziniert. Und somit war ich dann irgendwie, glaube ich, mit 14 das erste Mal so Komparse bei irgendeinem Film in Deutschland. Und dann, ja, seitdem hat das Ganze angefangen. Ich glaube, ich war sogar mal bei Verbotene Liebe oder irgendwas Komparse. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Nö, also ich lebe auch wirklich nach dem Motto, dass man sagt, und das hat auch wieder mit Jackie Chan, also weil er einfach ein ganz großes Vorbild auch für mich ist, zu tun. Und weil ich damals seine Autobiografie gelesen habe, wie er sich von ganz unten, also der hatte ja wirklich nichts. Und seine Eltern haben ihn ja sogar in eine Peking-Oper-Schule abgegeben, mehr oder weniger für 10 Jahre. Und er ist, wie gesagt, von ganz unten nach ganz oben gekommen. Und diese Geschichte hat mich einfach schon immer so beeindruckt, wie jemand die Energie und Kraft hat, sowas zu erreichen. Und was ganz wichtig war in dem Buch, was ich gelesen habe, war, dass er eben sich auch vom Komparsen über zum Stuntman, zum Stuntcoordinator, zum Schauspieler, zum Produzenten, zum Regisseur hochgeoutet hat und diese ganzen einzelnen Bereiche kennengelernt hat und dadurch, glaube ich, so ein sehr, sehr runder, allgemeiner Filmemacher geworden ist, der sich wirklich mit der Materie gut auskennt und nicht nur irgendwie Action macht oder sich nicht nur gut bewegen kann, sondern wirklich Film allgemein versteht als Medium. Und das war immer so mein Anspruch. Deswegen habe ich dann auch Komparsenjobs angenommen, Schauspielausbildung gemacht. Bin dann Stuntman geworden, weil ich hatte das Ziel eigentlich, okay, ich möchte Schauspieler werden, aber ich möchte ein Schauspieler sein, der seine eigenen Stunts machen kann, der kämpfen kann, der choreografieren kann, der auch irgendwann drehen kann selbst und inszenieren kann. Und deswegen bin ich dann diesen Step-by-Step-Weg so gegangen. Und ich glaube, also klar, das geht natürlich jetzt immer noch weiter. Man kommt nie an am Ziel. Aber das ist so das Denken, die Philosophie dahinter. So ein bisschen. Also du kannst dir schon auch vorstellen, irgendwie einen Langfilm zu machen oder so. Weil ich habe gestern noch gesehen, dass du No Way Out einen Kurzfilm gemacht hast. Also dass du eben wie Jackie Chan auch versuchst, dich größer aufzustellen, nicht nur in Anführungszeichen das eine zu machen. Kannst du dir denn vorstellen, sowas in der Zukunft zu machen, wenn die Chance eben da ist? Auf jeden Fall. Also das ist das große Ziel, ist vor der Kamera zu stehen, seine Performance, seine Darbietung zu leisten, aber auch hinter der Kamera, glaube ich, die Vision mitzuschaffen. Und für mich, also als Kampfkünstler, aber auch als Schauspieler und Filmemacher allgemein, ist halt mir am wichtigsten immer gewesen, die Message, den Spirit, also die Essenz von Martial Arts, was Kampfkunst eigentlich wirklich bedeutet. Weil ich glaube, viele Leute denken, dass Kampfkunst oder Kampfsport etwas ist, wo zwei Leute sich aufeinandertreffen und dann gibt's eine Prügelei. Aber eigentlich hat Kampfkunst einen ganz tiefen Hintergrund und Aspekt. Und den versuche ich eben vor die Kamera zu bringen und auf die große Leinwand. Weil ich glaube, dass viele Leute vergessen, worum es eigentlich geht. Es ist ja so, dass bei jeder Kunstform eigentlich, also glaube ich persönlich, es darum geht, dass man den Moment zelebriert. Und das kann man, glaube ich, auch im Schauspiel sehr gut machen, weil man einfach präsent ist, man ist da und somit ein Moment hat ja auch keine wirkliche Zeitspanne, sondern Moment kann kurz sein, kann aber auch ewig sein. Und ich glaube, wenn man es schafft, den Zuschauer da mit sich zu nehmen und wirklich einzutauchen in diesen Moment, dann kann man was ganz Besonderes schaffen. Und durch Martial Arts, durch Schauspiel, durch Filme möchte ich das eben ausdrücken. Beste Kampfszene für dich bisher? schwierig, weil es gibt so viele verschiedene unglaublich talentierte Leute, die da Sachen gemacht haben. Bruce Lee ist für mich ein ganz großes Vorbild und auch Beispiel, glaube ich. Aber hast du einen Kampf, wo du sagst, ey, Alter, wie haben die das gemacht? Oder fuck, ey, das ist das Level, das ich auch mal erreichen möchte. Hast du da so ein Beispiel für? Ich glaube, der Film
hat verschiedene Namen, aber einer davon ist The Way of the Dragon von Bruce Lee. Da kämpft er im Kolosseum in Rom gegen Chuck Norris. Ja. Genau. Und warum glaube ich, dass diese Kampfszene so eindrucksvoll ist, ist, weil Bruce Lee ein ganz großer Könner ist, diese oder war, die Philosophie mit einzupacken in diesen Kampf und wirklich eine Geschichte zu erzählen, anstatt, wie gesagt, dass zwei Leute nur aufeinander einprügeln. Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja. Was ich toll finde, Max, ist gerade, das ist eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Mein Bruder ist ja auch Schauspieler und wir haben ja zusammen ein Jahr in Los Angeles gewohnt und dann hat er in einem Film mitgespielt, wo er auf dem U-Boot der Morser war, ne? Also der Kommunikationschef. Und er saß irgendwie hinten im U-Boot und vor ihm passierte alles. Und ich weiß noch, dass er in dem Zimmer neben mir, also wir waren in so einer WG, war er wochenlang am Morse-Alphabet auswendig lernen. Und dann bin ich irgendwann zu ihm hingegangen und habe gesagt, Andy, ich finde das ja total geil, ne, dass du das machst, aber warum machst du das? Du bist doch hinten in der Ecke nur zu sehen. Also, und dann hat er etwas gesagt, was du auch gerade gesagt hast, was du so mit Martial Arts und deiner Kunst und dem, was du da versucht auch nach vorne zu bringen. Er meinte, ich mache das, weil irgendjemand wird im Publikum sitzen und kennt das Morse-Alphabet und weiß, wie es funktioniert. Und genau für den will ich es perfekt machen. Also ich finde das schön, dass du sagst, dass du das detailliert machen möchtest und glaubhaft. Und egal, es geht nicht um die Länge einer Szene, sondern es geht um die Intensität. Und das ist etwas, was ich sozusagen von meinem Bruder auch gelernt habe, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch in der Fernsehshow nicht immer dran denkt, du machst es für Millionen oder manchmal auch für nur 1000. Es gibt ja auch Sendungen, die ich gemacht habe für weniger Menschen. Aber dass du immer ein, zwei Leute in dem Saal hast oder von dem Fernsehbildschirm, die sich das angucken und denen du dadurch eine Freude bereitest, dass du dich so akribisch darauf vorbereitest. Und das, finde ich, ist eine super Einstellung, die plus dein Talent einfach dazu führt, dass du da noch lange drin arbeiten, in diesem Metier arbeiten wirst. Und die andere Geschichte ist, weil du gerade über Jackie Chan gesprochen hast, ich finde auch Wahnsinn, was der für ein Allrounder ist. Und ich liebe immer noch die Outtakes am Ende all seiner Filme, wenn du siehst, how stunts can go wrong. Das tut mir ja selber manchmal weh, wenn er sich da den Knöchel bricht und mit so einem Überziehschuh trotzdem noch 10-Meter-Sprünge absolviert. Aber ich weiß noch, dass ich immer in Peking war, bei der Formel 1. Und da meinen sie, ja, und jetzt geht's los und wir freuen uns total. Und die chinesische Nationalhymne wird vorgesungen von Jackie Chan. Der ist ja auch noch zusätzlich, ist er ja irgendwie so Popstar. Der ist Popstar, ne? Ja. Aber richtig Popstar, ey, die Massen sind abgegangen. Ja. Also Max, wenn du das jetzt auch noch als nächstes machst, ne, anfängst zu singen. Ja, du hast doch sogar wirklich einen Song veröffentlicht. Habe ich auf deinem Instagram-Account gesehen. Ja, also, der ist wieder Gute. Bisschen was abgeschaut. Wie manch ja, man, dann ist ja alles gebonkt, ey, dann geht's ja nur noch nach oben. Aber wie ist das jetzt für dich, wenn du sagst, du möchtest schon so ein bisschen die Philosophie des Kampfsports auch repräsentieren und präsentieren und vielleicht dann verkörpern, so gesehen, in dem Moment. Wie ist es dann für dich? Ich meine, früher in Martial-Arts-Filmen kam es schon vor, dass man halt mit Kabeln und so Technik gearbeitet hat, ne? Also, dass man halt schon irgendwie die Sprünge, dass die größer wirkten oder höher wirkten. Heutzutage, und jetzt auch gerade bei so einem Film wie Mortal Kombat, kommen natürlich auch viele digitale Effekte zum Einsatz. Besteht da nicht die Gefahr, dass die Philosophie so ein bisschen dann nach hinten gedrängt wird, eben durch diese, sag ich mal, technischen Hilfsmittel, die man schon sowohl damals, aber auch als auch heute jetzt zur Verfügung hat und dann einsetzt? Mhm. Ja, spannende Frage. Ich glaube, ich wurde immer ganz oft, auch jetzt bei speziell wegen Mortal Kombat, auf das Thema Authentizität angesprochen, also diese Echtheit. Und ich habe mich dann hingesetzt und mich gefragt, was ist das eigentlich, Authentizität, auch in Kampfkunst bezogen auf Film. Ich glaube, dass wir als Menschen eigentlich daraus bestehen, oder das, was uns ausmacht, ist das, was wir erstmal sagen und zweitens das, was wir tun. Und ich glaube, dass das, was wir in der Vergangenheit gesagt oder getan haben, uns zu dem macht, was wir heute sind. Und als Kampfkünstler oder Filmemacher, für mich würde ich sagen, dass wir
wenn ein Kampfkünstler über eine bestimmte Zeit regelmäßig etwas übt, dann passiert Folgendes: Der Übende übt nicht nur immer weiter, sondern er wird zu der Sache. Was dann bedeutet, dass, um auf die Special Effects und alles zu kommen, wenn man diese Authentizität pflegt und hegt und ein wirklicher Kampfkünstler ist, dann ist es egal, was man macht, meiner Meinung nach. Also die Choreografie und das Ganze drumherum, das ganze Äußerliche spielt immer weniger eine Rolle, sondern ich glaube, die Sache muss einfach von innen kommen. Und diese Ausstrahlung, die man dann mitbringt, du kannst zum Beispiel, als Beispiel, wenn du einen Schlag machst, kannst du ihn ja so machen, ohne Intensität, also ohne irgendeine Form von Bedeutung. Wucht. Oder du machst ihn eben mit deiner vollen Seele und voller Energie, dass du halt richtig, richtig rein. Dein ganzes Gift sozusagen, ja. Und ich glaube, darum geht's eigentlich. Und ob man dann Seile benutzt oder nicht, oder ob man irgendwelche akrobatischen Move benutzt oder nicht, oder ob mal ein Greenscreen hinten läuft und das Ganze ersetzt wird, ist für mich dann zweitrangig. Also in erster Linie ist dann wirklich, glaube ich, der Mensch oder Performer dann im Vordergrund. Aber wie ist das für dich dann am Set beim Dreh? Weil die Special Effects sind ja in dem Moment, wenn ihr die Szene oder die Choreografie dreht, sind die ja noch nicht da. Das heißt, du musst dir dann in dem Moment ja erstmal das alles vorstellen. Jetzt waren ja die Kämpfe bei Mortal Kombat waren ja auch viel mit magischen Elementen, die du dann ja in dem Moment, wo du drehst, dir erstmal vorstellen musst, okay, da ist jetzt ganz viel Eis. Ich sehe es nur noch nicht, zum Beispiel. Also beeinflusst das dann irgendwie nicht nur die schauspielerische Leistung, die du dann hervorbringen musst, sondern halt auch die kämpferische Leistung in dem Moment? Also ich glaube, das hast du jetzt angesprochen, das ist eigentlich die, für mich so mehr die Quintessenz von Schauspiel ist, dass man nichts hat, aber mit nichts irgendwie was tun muss, ja? Ja. Und von daher ist es ganz spannend, aber in Bezug auf Mortal Kombat, also der Regisseur Simon McQuoid, fabelhafter Regisseur meiner Meinung nach, hat ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir an echten Locations gedreht haben und dass alles so organisch und echt wie möglich ist. Und das hilft natürlich bei der Schauspielerei und Performance. Ja, warte mal, aber jetzt, wo du es sagst, dann gucken wir doch mal, jetzt haben wir da die Gelegenheit, dann machen wir doch jetzt gerade mal einen Clip. Und zwar am besten einen, wo du auch direkt so kämpfen kannst. Mhm. Hier gegen Cole, den neuen Charakter, der jetzt im Film zum ersten Mal aufgetaucht ist. Bei Mortal Kombat kommst du nur mit Talent nicht weit. Ja. Schöne Stimme, ne? Ja, so sieht's aus. War das nicht deine Stimme, ja? Leider nicht. Ne? Ja, aber jetzt hier nochmal zum Beispiel, der Hut, der kam ja nicht so geflogen, oder? Also den hattest du einmal in der Hand und der Rest wurde wahrscheinlich noch dazu gepackt, oder? Ja, das war ganz schön tricky. Also wir haben wirklich am Set, weil die Situation einfach noch nicht vorgekommen ist, das war dann Premiere für uns, mussten wir wirklich herausfinden, wie machen wir das eigentlich mit dem Hut? und der war dazu noch extrem schwer. Und ja, wie du gesehen hast, schwer? Ein paar Kilo hat das Ding schon gewogen. Also Kilo. Das hat also extrem, ist wirklich Metall, richtig? Ja, wir hatten verschiedene Ausführungen. Eine davon war wirklich Metall und der sah dann auch am besten aus. Den hat man dann mehr oder weniger, also für die Nahaufnahmen und so benutzt. Bei den Kampfszenen mussten wir dann echt gucken, okay, wie machen wir das? Und dann gab es, ich glaube, 10 verschiedene Ausführungen von diesem Hut. Und natürlich in der Szene, die wir jetzt gerade gesehen haben, wo ich den Hut fange, das ist natürlich so ersetzt durch CGI. Beziehungsweise es ist ein Mix, also wo ich den Hut dann wirklich anziehe, das ist der echte Hut, aber alles davor, ja, genau davor, ne? Was fliegt, ist praktisch Computer Animation. Ich finde es generell ganz spannend, was Steven auch vorhin gesagt hat, dass man das ja richtig machen will. Also dass gerade bei Videospielverfilmungen hast du halt eine riesige Fanbase des Videospiels Mortal Kombat, die natürlich auch will, dass die Charaktere richtig wirken und so. Wie hast du dich denn auf Kung Lao vorbereitet? Also du kanntest wahrscheinlich ja schon den Charakter, aber hast du vorher vielleicht sogar mit dem Hut so ein bisschen schon mal geübt, weil er nutzt ihn ja auch als Schild und so? Oder wie sah das aus? Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet?
Ich hatte. Ups. Ich glaube, wir müssen das einmal auflösen, damit Max nicht so irritiert ist. Auch wir haben ein Betreuungsproblem und unser Sohn guckt nebenan offensichtlich einen sehr guten Film. Der bringt gute Laune rein. Und er lacht sich die ganze Zeit kaputt. Ich glaube, ihr zu Hause hört es nicht. Wir hier hören immer wieder so Lacher, die dann manchmal auch genau dann kommen, wenn jemand was gesagt hat. Okay, hier hört uns niemand zu. Der hört mit Kopfhörern einen Film und der manchmal. Der hört nicht dich und lacht. Also der hört einen Kinderfilm und manchmal lacht er. Es tut mir sehr leid. Das ist dann Mortal Kombat oder Ja, er hat vorhin schon auf den Screen geschaut, auf Mortal Kombat 11 und dachte so, das will ich auch mal spielen. Aber nee. Alles gut. Genau, wir waren ja bei der Rolle von Kung Lao. Ja. Ich hatte extrem Glück, dass ich zu dem Zeitpunkt, Jackie Chan hat so das größte Stunt-Training-Center in der Nähe von Peking. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt dort aufgehalten, wieder das Thema Schicksal, ne? Und hatte so die besten Voraussetzungen, da irgendwie an die Rolle ranzugehen. Und was ich dann gemacht habe, weil kein Hut da war, war aus Karton mir so einen Hut zusammen zu basteln. Mega. Und mit dem habe ich dann auch die ganzen Moves und so trainiert. Ich habe dann auch das Spiel sehr recherchiert, Mortal Kombat 11 vor allem. Und habe dann herausgefunden, mehr oder weniger, dass Kung, weil ich war davor gar nicht so familiär mit dem Charakter, dass Kung Lao eigentlich einen sehr ähnlichen Kampfstil hat, den ich selber auch praktiziere. Und da waren viele Parallelen. Welcher wäre das? Also er macht sehr viel südliche Kung-Fu-Style. Da gehört zum Beispiel Wing Chun dazu, wo du schnell mit den Fäusten schlägst. Auf Chinesisch heißt das Nanquan. Das ist so Südfaust nennt man das. Da habe ich damals auch Wettkämpfe gemacht und von daher ist es mir relativ einfach gefallen, so da mich anzutasten an die Rolle, aber natürlich musste man dann noch den einen oder anderen Move neu erlernen und war aber ganz spannend eigentlich. Und konntest du dann während des Drehs, also es gibt ja, die Kämpfe sind ja durchchoreografiert, aber gibt es dann auch Momente, wo du sagst, am Set, okay, jetzt würde ich aber das nochmal so oder so machen und konntest du dann noch so eigene Sachen immer mit einbringen? Oder ist das dann wirklich alles so durchgestylt und man hält sich dann ans Skript in dem Moment? Also man muss dazu sagen, so der Stunt-Coordinator und auch die Choreografen bei dem Film waren schon echt top, wie die das Ganze auf die Beine gestellt haben. Haben mir aber trotzdem noch die Möglichkeit gegeben, ich glaube, alle Kämpfe, die ich gemacht habe, habe ich selbst choreografiert. Und da haben sie mir so die Freiheit gelassen, das zu machen. War ich sehr dankbar dafür. Ja. War geil. Aber ich meine, ja, das ist ja sinnvoll auch. Aber ich meine, du kommst ja auch, jetzt mal ehrlich, du kommst von der Jackie Chan Stuntschule so. Also warum sollten sie jetzt nicht deine Expertise irgendwie nutzen, sage ich jetzt mal? Ja, ist wirklich wie eine Schule, ne? Also, ja. Mittlerweile sind es, glaube ich, 9 Jahre oder so, die ich mit Jackie zusammenarbeiten durfte. Und da hat man schon das ein oder andere, glaube ich, mit integriert in seine eigene Arbeit. Und das, also wie gesagt, nochmal, das geht, fängt an mit Choreografie und hört auf mit Kamerasetzung und so. Deswegen, immer wenn ich irgendwie am Set bin und wir mussten eine Action-Szene machen, war ich immer so, okay, wo ist die Kamera? Also, passt das? Und das Denken ist ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellt. Also, es ist nicht so wie ein Kampfsportler, der jetzt einfach seine Moves macht, sondern man muss wirklich versuchen, diese Bewegungen in eine Filmsprache zu übersetzen. Weil Film ist ja eine eigene Sprache. Und deswegen passiert es auch sehr oft, dass so Profi-Kampfsportler, wenn die zum ersten Mal vor der Kamera sind, auch keine Ahnung haben, wie sie zu performen haben, weil es ist eine komplett andere Welt und eine eigene Kunst für sich eigentlich. Ja, und dann jetzt aber auch, was die Inszenierung angeht, oder? Weil zum Beispiel bei den asiatischen Filmen ist es ja so, und gerade speziell bei Jackie, da wurden ja schon ganze Abhandlungen drüber gemacht, wie er Kampfszenen inszeniert hat, zum Beispiel halt auch immer noch mal den Impact zu zeigen. Also, dass wie der Schlag halt ankommt und reingeht und so weiter. Jetzt bei Mortal Kombat, da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es immer so eine Mischung aus diesen beiden Stilen ist. Also, du hast zum einen mal die amerikanische Herangehensweise, die dann halt schon mal so einen Schlag auch eher
wie soll man sagen, verschummelt, dass du halt jemanden von hinten siehst, der halt irgendwie, was ich, einen Schlag gegen das Gesicht kriegt, dann fällt der halt nur so nach hinten um oder kickt nach hinten weg. Und manchmal hast du aber auch dann schon trotzdem, eben um den gewissen Effekt zu zelebrieren oder eben das, diesen Moment, was du vorhin gesprochen hast, einzufangen, wo dann halt auch mal ein Treffer nochmal in der Nahaufnahme oder halt mit einem einzelnen Bild gezeigt wird. Ist dir das aufgefallen beim Dreh oder beziehungsweise war das ein Thema beim Dreh? Also ich glaube, ich gebe dir recht und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Anfangsszene, die wir jetzt gesehen haben und auch der Endkampf eigentlich so aufgenommen wurden, dass man wirklich das irgendwie genießen kann. Also ich bin da auch kein Fan von so viel Schnittarbeit und ich sag immer so, man sollte eigentlich die Kamera ruhen lassen und den Schauspieler tun lassen. Nee. Ja? Also von daher gebe ich dir recht. Also ich glaube, kein Film ist auch irgendwie perfekt. Was wir versucht haben, ist, hier eine Welt aufzubauen von Mortal Kombat und den Grundstein zu legen für etwas, worauf man dann aufbauen kann in weiteren Iterations, also Fortsetzungen. Ja, man kann sich, glaube ich, nur verbessern. Also es gibt immer Luft nach oben, sage ich mal. Ne? Und das ist, glaube ich, auch der Anspruch. Ich klinke mich einmal kurz aus. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ja, so ist es. So ist es. Wir leben in diesen Zeiten und da müssen wir halt improvisieren. Aber improvisieren muss man am Filmset permanent. Immer. Ja? Könntest du mal einmal so kurz schildern, was mich mal so interessiert? Das ist so etwas, was man halt die Amerikaner nicht unbedingt fragen kann, weil man da auch nicht sich so sicher fühlt, ob man die das fragen kann. Aber okay, jetzt hat man mal jemand, der spricht Deutsch, der war in einem amerikanischen Filmset. Mich würde mal so interessieren, wie geht so ein Tag los? Also wie kann man sich das vorstellen? Du stehst morgens um wie viel Uhr auf? Wenn wir tagsüber drehen, dann, weiß ich nicht, fängt der Tag wahrscheinlich so um 6 Uhr, halb 6 manchmal. Ja. Genau. An? Frühstücken. Genau, dann geht, wird man entweder abgeholt oder man läuft selber zum Set, je nachdem, wie weit es entfernt ist vom Hotel. Und, wo hattet ihr gedreht? In Australien? Ja, wir haben in Australien gedreht. Erstmal in Adelaide, das ist so eine kleinere Stadt. Und die Nachdrehs haben dann in Sydney stattgefunden. Da war das Studio gleich um die Ecke, konnte man hinlaufen. Ja, in Zeiten von Corona wird dann erstmal ordentlich getestet. Und sichergestellt, dass man negativ ist und zur Sicherheit der anderen. Und dann geht das eigentlich weiter mit Maske, Kostüm. Dann wird man ans Set gerufen. Dann bekommt man meistens noch ganz kurz erklärt, worum es jetzt geht. Und hat, wenn man Glück hat, noch mal die Möglichkeit, auch zu proben mit den Schauspielern. Also ist, glaube ich, da auch wieder unterscheidet sich ganz stark von Theater, wo man ja eigentlich die Hauptzeit nimmt dafür, um zu proben. Und beim Film ist es eher, dass jeder für sich selber eigentlich sich vorbereitet. Und deswegen, wenn ich zum Beispiel dann im Hotel bin, muss ich sehr oft halt auch meine Texte oder sogar Movements irgendwie durchgehen im Hotelzimmer. Dann wundern sich immer so die Leute über oder unter mir, wer holpert denn da so rum? Aber genau. Ja, und dann wird gedreht und bei Action ist natürlich sehr anspruchsvoll. Da müssen wir halt, weiß ich nicht, das kann bis zu 20, 30 Takes machen, dass wir die Sachen wiederholen müssen. Und das ist halt die Kunst, glaube ich, auch wieder, dass man halt diese Ausdauer haben muss, die Sachen immer wieder und immer wieder zu wiederholen und dann diese Perfektion da irgendwie rauszuholen. Man weiß aber am Schluss auch nicht, okay, welchen Take benutzt jetzt der Editor. Deswegen bin ich halt immer ein ganz großer Fan von seinen eigenen Film machen, weil man genau weiß, okay, das und das benutze ich. Und wenn's nicht gut ankommt, dann bin ich schuld, aber ich habe mein Bestes gegeben. So. Ja, mich würde echt mal interessieren, bevor mal, Steven auch seine. Oder ja, okay. Steven, mach es du. Ich lass mal Steven. Genau, du hast so lange gewartet. Entschuldigung, danke dir. Also, ich hatte eine Frage, weil ich finde das total spannend. Ich glaube, man redet ja in Filmen auch ganz häufig davon, wenn so Talents aufeinanderprallen, gibt es ja auch immer viele Möglichkeiten der Improvisation, dass man sich sozusagen gegenseitig pusht und immer besser wird. Mich würde mal interessieren, Max, gibt es, wenn du auch gerade von der eigenen Kampfchoreografie sprichst, gibt es diese Möglichkeit überhaupt der Improvisation? Also
weil es muss ja komplett bis ins letzte Detail auch koordiniert werden, weil sonst kann man sich ja auch schwer verletzen. Du hast ja eben auch gezeigt, in was für einer Schnelligkeit du zuschlägst. Insofern muss man da ja auch drauf aufpassen. Und was vorhin ja auch angesprochen wurde, Bruce Lee, das hatte Daniel eben auch gesagt, Bruce Lee hat ja so schnell geschlagen, dass er ja seinen Schlag auch verlangsamen musste, ne? Also wenn man jetzt eine Kampfszene choreografiert und macht und dann dreht, und du hast ja eben gesagt, ihr brauchtet mehrere Takes, wie viel Platz ist denn da, dass ihr Sachen umstellt, oder dauert das dann sehr lang, weil ein anderer Schlag beeinflusst die komplette Choreografie? Und wie schlagt ihr denn? Also, weil du meintest ja, Schauspielerei und der echte Kampfsport sind ja zwei unterschiedliche Komponenten, die man versucht miteinander zu verbinden. Hm. Aber heißt das, du schlägst, was eben auch Daniel meinte, du schlägst mehr schauspielerisch, um zu zeigen, wie es aussehen könnte, anstatt im Wirkungsgrad? Das würde mich noch Ja, richtig, auf jeden Fall. Auch wieder eine sehr gute Frage. Du hast es richtig gesagt, also wir schlagen oder kicken anders als im echten Kampf. Im echten Kampf ist es so, dass wir, wenn ich jetzt gegen dich kämpfen würde, versuchen würde, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Ohne, dass du es in dein Gesicht. Genau. Beim Film ist es so, je nachdem, wo die Kamera ist, wenn die Kamera weiter weg ist, müssen wir die Bewegung ein bisschen vergrößern. Wenn die Kamera näher dran ist, wenn wir dann zu groß sind, dann geht viel verloren. Und die größte Freiheit hat man natürlich, wenn, ich sag mal so, zwei Leute, die wirklich die Sache beherrschen, aufeinandertreffen. Weil dann hat man so diesen kreativen Freiraum, um zu improvisieren. Und ich glaube, da kommen dann richtig super Sachen dabei raus. Es ist immer schwierig, wenn ein Teil nicht so gut ist, also ein Performer, dann muss man sich natürlich so ein bisschen auf dieses Level entweder hochschrauben oder runterschrauben und da die Balance finden. Ansonsten. Wer war der Beste? Bei Mortal Kombat? Ja. Ich hatte ja nicht die Möglichkeit, gegen so viele Leute zu kämpfen. Ich hätte ja gern mal gegen Hiroyuki Sanada oder Joe Taslim gekämpft. Ich hatte tatsächlich gegen Louis Tan einen Fight, auch den wir gerade gesehen haben, und der hat sich auch super bewegt und es war auch super. Echt einfach mit dem zu kooperieren. So. Also ich würd gerne die Chance bekommen, noch gegen, wenn Bruce Lee leben würde, klar. Perfekt. Wolltest du jetzt gerade noch was? Nee, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass Herr Gätchen sich meldet. Ja, ich wollte nur noch eine Frage hinterher stellen, weil wir jetzt auch über den Werdegang deiner Karriere gesprochen haben und du ja auch gesagt hast, das war immer dein Ziel und auch dein Wunsch. Würde ich gerne wissen, weil das sind ja auch Teile der Gespräche, die wir bei Kino Plus führen. Es gibt ja auch genügend Schauspieler, die bestimmte Rollen nicht spielen, weil sie sagen, das ist klischeehaft und sie wollen anders sozusagen ihre Karriere starten und ihre Karriere auch formen. Und du hast ja gesagt, dich interessiert einfach das Filme machen, du warst an vielen Sets. Hast du denn das Gefühl, du bist jetzt da angekommen, wo du hin wolltest? Oder ist das Gefühl jetzt, auch in einem Film wie Mortal Kombat zu sein, dass der Druck noch größer wird? Also die Luft wird nach oben hin ja auch dünner. Also ich glaube, ankommen tut man eigentlich nie wirklich. Ne? Das wäre auch irgendwie traurig, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich lehne mich jetzt zurück. Das war's. Nee, so die nächste Herausforderung ist, glaube ich, immer das, was einen so am meisten kitzelt und auch antreibt, irgendwie sich zu verbessern. Es geht ultimativ, glaube ich, darum, einfach mehr zu lernen und mehr zu, ja, wirklich sich zu erweitern, auch seinen eigenen Horizont zu erweitern und nicht stehen zu bleiben. Deswegen persönlich, ich würde super gerne, wenn es jetzt das nächste Projekt gäbe, würde super gerne was machen, was nicht mit Martial Arts zu tun hat, sondern einfach rein irgendwie dramaturgisch interessant ist. Weil ich glaube, dass eben auch viele, wie du gesagt hast, Steven, dass viele Schauspieler, die da in dem Bereich arbeiten, Martial Arts und so, die fallen sehr schnell ab in dieses Klischee und werden dann auch, bekommen nicht die Chance, irgendwo anders nochmal sich zu zeigen, auch wenn sie vielleicht das Zeug dazu haben, aber das versuche ich eben zu vermeiden. Deswegen habe ich zum Beispiel auch den Song, den ich gemacht habe, habe ich auch ganz bewusst gemacht, um zu sagen, ey, ich kann auch hier
Musik machen und möchte einfach so eine Facetten, ja, so eine ein Reichtum. Ja, so eine Reichtum. Eine Bandbreite. Bandbreite, das ist das Wort. Genau, Bandbreite zeigen. Und ja, von daher. Hat Jackie den Film schon gesehen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Aber du hast mich vorhin gefragt, wer war der beste Kollege, gegen den man mal kämpfen dürfte. Und das war natürlich ganz klar Jackie Chan. Also das war auch bei dem ersten Film, kann ich mich erinnern, Chinese Zodiac heißt der. Da kann man bestimmt irgendwie mal die Szene finden. Hammer of God Nummer 4 oder 3, glaube ich, ne? Genau, richtig. Und das war auch so das erste Mal, wo ich mit ihm dann interagiert habe vor der Kamera und mega nervös natürlich. Bloß nichts falsch machen, habe ich mir gedacht. Und es hat dann super geklappt so und ja, war ein tolles Erlebnis. Wie ist er so? Hast du irgendwas mitbekommen von ihm, so was irgendwie typisch für ihn sein könnte? Oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie viel Zeit man, also du hast gesagt, du hast nur so eine Szene mit ihm gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit dann halt noch bleibt nebenbei, um mit mal so jemanden wie Jackie Chan ein bisschen näher kennenzulernen, aber. Ja, also wirklich erstaunlicherweise muss ich sagen, also er ist wirklich so, wie man ihn eigentlich sich vorstellt, auch in den Filmen, so sehr sympathisch und voller Energie. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schläft, aber der ist ja andauernd am Machen und ist super herzlich und lieb zu erstmal der ganzen Crew und dem Cast. Er kümmert sich unglaublich und der macht zum Beispiel, also was mich auch so fasziniert, ist, dass er so bodenständig ist, obwohl er halt, wie wir gesagt haben, ein Popstar ist in China und irgendwie die Nationalhymne singt, schrubbt er halt einfach trotzdem den Boden am Set ab und zu oder hebt Sachen auf und bringt uns bei, hey, Plastikflaschen kommen dahin und nicht dahin und lädt uns zum Essen ein und gibt uns seine Klamotten da zum Anziehen, die er selber designt und kümmert sich wirklich sehr herzlich um uns, weil er ganz kurz noch, glaube ich, sehr daran interessiert ist auch, dass die Leute, mit denen er sich umgibt, einfach gute Menschen sind oder auch werden. Und ich glaube, es liegt ihm sehr am Herzen, dass da die Leute irgendwie was mitbekommen können von seiner Arbeit und von seinem Wesen. Es hatte wieder ein Tranma erzählt, der ja auch im Jackie Chan Stunt-Team ist. Der war mal bei uns irgendwie bei Joyce damals und hier war der ja auch schon mal, wo er erzählt hatte, dass eben irgendwie ein Jackie Chan dann auch diese Jacken herstellt und so. Aber wahrscheinlich ist er auch im Gegenzug sehr fordernd, oder? So am Set und so. Die Antwort ist knapp, ja. Also du musst da auch liefern, so, das meine ich. Ja, yeah, auf jeden Fall. Und das ist ja auch ein Job, der ist ja nicht ungefährlich. Also wir riskieren da schon teilweise unser Leben für manche Shots und Sicherheit ist natürlich das A und O, aber klar, die Ansprüche sind immer hoch, glaube ich. Also hast du Vidan schon getroffen? Ja, Vidan ist ein guter Kumpel von mir. Bro, hi Vidan. Grüße. Ich muss mich leider mal ausklinken. Es nimmt hier überhand die Situation. Sie sind überall, ja. Ja, genau. Am Set von Jackie Chan ist Familienzustand. Warum sollte es hier anders sein? Wir sind alles eine Familie. Wir haben alle mit familiären Dingen zu tun. Steven, vielen Dank, dass du dir die Zeit noch genommen hast. Danke. Ey, Max, vielen Dank, Steven. Ich drück die Daumen für all das, was da noch kommt. Du bist ein toller Kerl, feiner Kerl. Ich freue mich, dass wir eine schicksalshafte Begegnung hatten und dass das so bei dir abgeht. Mach weiter so. Ich danke dir von ganzem Herzen und ich hoffe, dass wir uns auch in Real Life nochmal irgendwie sehen und treffen. Werden wir auf jeden Fall. Ihr drei, ihr vier, danke euch. Mach's gut, Max. Tschüss. Es sind so viele Leute, da kommt immer durcheinander. Ich hatte heute schon zwei, drei andere Gäste noch. Ist man gar nicht mehr gewohnt, mit so vielen Menschen sich umzugehen. So, wo waren wir stehen? Ah ja, genau. Aber wir sind ja safe hier. Und auch. Passt alles. Genau, Vidan, also ihr habt euch sogar schon dann bei Jackie Chan getroffen. Oder beziehungsweise. Ja, erstaunlich, aber es gibt so viele super Leute hier aus Deutschland, die irgendwie im Martial Arts Filmbereich tätig sind. Erstaunt dich auch, oder? Also was heißt erstaunt? Ich finde es jetzt geil. Du bist ja jetzt, sag ich mal, wieder einer in einer schon etwas längeren Reihe hier bei uns. Wir hatten die Jungs von Plan B da.
Mhm. Chan. Chan haben wir zum Beispiel, wo haben wir den zuletzt gesehen? Auch in einem irgendwie größeren Actionfilm. John Wick war er mit dabei, also John Wick 3. Und Red Sparrow war mit dabei zum Beispiel. Plan B ist natürlich auch noch ein Thema gewesen. Den hatten wir, die hatten wir halt alle zu Gast hier, kam dann ja auf Netflix. Vidan mit Dune einfach so. Genau, Vidan war hier und hat uns mal so ein paar, also hinter den Kulissen dann, aber hat uns mal so ein paar Eindrücke vom Dune-Set irgendwie gezeigt, ja. Also wie er sich da aus so einem 65-Meter-Kran irgendwie runterhangelt irgendwie oder beziehungsweise runtergelassen wird, um halt den Sturzflug eines Soldaten irgendwie einzufangen. Und ja, Mattes, Landwehr und die ganzen Jungs, ja, der Sean Boo, der Bruder von Julian, der ja auch jetzt, sag ich mal, diverse Kampfkunst schon inszeniert hat. Also ich find's krass, dass da schon, das ist ja, ihr seid ja von schon echt eine Clique so gesehen, oder? Ich mein, ja, auf jeden Fall ist es so wie in anderen Bereichen, so Gaming-Nerds, so sind wir halt so die Martial-Arts-Nerds. Ja, aber die Frage ist, wann kommt da ein Film? Aus Deutschland am besten. Sobald ein Studio grünes Licht gibt. Ich bin auf jeden Fall schon fleißig dabei so mit Drehbuch und Konzept. Und ja, es braucht immer viel Zeit. Also wer weiß. Aber ich bin da schon zuversichtlich. Und ich würde auch ganz klar so die Bros wie Vidan oder Mattes natürlich sehr gerne mit im Boot haben, weil ich glaube, sind alles, wie gesagt, sehr, sehr kreative Künstler. Und das wäre doch super. Du, unsere Unterstützung wäre sicher. Die Anfragen, ob die eine oder andere Gastrolle da dafür noch abfällt, auch. Ja, muss ja klar sein. Du willst kämpfen. Ich will nicht kämpfen, aber ich krieg gern aufs Maul. Ja? Ist mir egal. Wirklich, ist mir egal. Ich lass mich da auch wirklich verprügeln. Ich bin so ein Handlanger. Aber wenn ich auch nur irgendwo im Hintergrund mal kurz einen Satz sagen darf, bin ich auch zufrieden. Ja? Ich muss jetzt nicht unbedingt mich da in die Action stürzen. Ich glaube, dafür bin ich nicht der geeignete Kandidat. Es sei denn, ihr unterzieht mir halt so einen Crashkurs von, was ich, 3 Wochen Training oder so. Dann mache ich das auch mit gerne. Aber das möchte ich sehen. Auf drei Wochen reichen wir. Ich sagte extra Crashkurs. Ja, okay. Ja? Ich will jetzt nicht als Bruce Lee da rausmarschieren, so, sondern ich will halt einfach nur irgendwie den Eindruck erwecken, als könnte ich mithalten. Du darfst hinten in der Ecke sitzen und das Morse-Alphabet, du bist der Morser hinten. Und das mache ich dann auch. So, jetzt kommen wir aber mal in die Spoiler-Ecke, würde ich noch mal sagen, weil ich habe so ein, zwei Fragen, glaube ich, zum Mortal Kombat. Ja, wir dürfen jetzt. Wir machen jetzt einen Spoiler-Alarm. Und ab jetzt wird's, sag ich mal, detailliert. Und vielleicht für den einen oder anderen zu detailliert, der den Film noch nicht gesehen hat. Deswegen werden wir jetzt über ein paar Sachen reden, die man nicht hören sollte, falls man den Film noch nicht kennt. Und zwar, hier geht's weiter. Beziehungsweise hat man da, also im Film merkt man ja deutlich, dass irgendwie mit Johnny Cage am Ende und so, dass da auf jeden Fall irgendwie ein bisschen an eine Fortsetzung gedacht wird. Hat man da auch irgendwie am Set schon ein bisschen oder rund um die Filmproduktion rum ein bisschen drüber gesprochen, wie es weitergehen könnte? Gott, das ist so eine schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen darf und was ich nicht sagen darf. Also ich selber würde mir natürlich wünschen, dass es klar auch zum Beispiel für meinen Charakter irgendwie weitergeht. Man weiß ja aus der Welt von Mortal Kombat, dass es ist nichts unmöglich. Genau, Tod ist nur ein Portal. Und, ne? von daher, das würde ich gerne sehen. Also so ein Shaolin Monks Spin-off zum Beispiel, das wäre, glaube ich, sehr interessant, weil ich da schon sehr viele Ideen habe, wie man sowas teilweise inszenieren könnte und gerne da Ideen mit einfließen lassen würde. Auf der anderen Seite habt ihr richtig gesagt, so, also Johnny Cage wird angeteased und den wird man natürlich auf jeden Fall sehen. Aber was genau passieren wird, das haben wir eigentlich auch noch gar nicht so wirklich diskutiert. Wer weiß, was Warner jetzt vorhat. Vielleicht ist ja schon das nächste Drehbuch geschrieben. Aber war es beim Dreh ein Thema, das, weil das ist ja schon auch ein Thema, was die Fans beschäftigt, beziehungsweise was die Zuschauer, die den Film bisher sehen konnten, beschäftigt, wenn man sich so die Reaktion im Netz durchliest, war es auch beim Dreh ein Thema, dass der Film ja eigentlich nicht von dem handelt, was ihn eigentlich betitelt? Also, dass es halt kein Mortal Kombat-Turnier gibt, sondern nur der Weg zum Turnier erstmal dahin beschrieben wird. So. Also, der
du hast es vorhin gesagt, ne? Wir haben versucht, eine Welt aufzubauen. Das sehe ich auch in dem Film an, dass man da halt einfach erstmal versucht hat, einen Grundstein zu legen und auch nochmal die Figur von Scorpion zu erklären und so weiter und so fort. Aber war das trotzdem nicht vielleicht auch so ein bisschen mit, ja, ich weiß nicht, Sorgen verknüpft, weil man halt den Fans nicht irgendwie das gegeben hat, was man den Fans eigentlich, oder was die Fans vielleicht erwarten, wenn sie jetzt hören, es kommt ein neuer Mortal Kombat-Film raus? Zum einen ja, zum anderen nein. Ich glaube, dass, wie du schon gesagt hast, wir haben versucht, diese Welt zu inszenieren und jetzt zum Beispiel auch alle Charaktere gleichzeitig zu zeigen. Das ist, jeder weiß ja, es gibt, glaube ich, 70 oder mehr Charaktere. Also, was ich damit sagen will, ist, die Welt von Mortal Kombat bringt einfach so viele Möglichkeiten mit sich, dass wir so mehr oder weniger die Qual der Wahl bekommen, was wollen wir zeigen. Mhm. Und ich glaube halt, wie gesagt, dass dieser Stoff einfach die Möglichkeit bietet, dass wir mehrere Teile in der Zukunft inszenieren können und auch dann sehr ausführlich dann auch, weil viele Leute haben sich beschwert, dass Johnny Cage im ersten Film nicht da war. Und ich glaube einfach, der Charakter, der ist ja so stark und präsent und so groß, der hätte zu viel Raum eingenommen, meiner Meinung nach, in diesem Film. Deswegen finde ich das ganz gut, dass das mehr oder weniger aufgespart wird für den nächsten Teil. Und ich bin ja nicht der Regisseur von dem Film, aber noch nicht. Nein, Spaß. Aber ich glaube, es war schon Absicht, dass man auch nicht wieder das Gleiche erzählt, was es eben schon vor 20, 25 Jahren gab, mit dem ersten Teil von Mortal Kombat, wo es eben wirklich um das Turnier ging. Und ich glaube, die kreativen Köpfe und Filmemacher wollten einfach eine neue Richtung gehen. Und das haben sie gemacht. Und Mortal Kombat, das Turnier an sich, das steht noch aus, aber wird sehr wahrscheinlich kommen. Na du, ich fiebere dem entgegen. Aber ich mochte den Ansatz tatsächlich schon. Ich find's wirklich, also das wird einem vielleicht nicht bewusst, wenn man den Film schaut, aber wie du sagst, es ist halt eine unfassbar reichhaltige Lore, ne? Also was sie da auch im 10. und 11. Teil erzählen mit irgendwelchen Zeitreisen und weiß ich was alles. Also euch steht ja einfach die Welt komplett offen. Ihr könnt da alles machen und deswegen hoffe ich, dass da in Zukunft auch eben noch mehr kommt. Das wäre ganz schön. Hoffe ich auch, ja. Jetzt muss ich mal sagen, ich spreche jetzt mal nur für mich, ja. Wir haben den Film ja zusammen gesehen. Aber du hast halt schon die geilste Fatality. Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Da schließe ich mich an. Oder? Das war so, der Film ist ja an sich brutal, aber deswegen dachte ich so, weil ich muss echt sagen, die Szene, das war das, was ich sehen wollte. Das war das schon, was ich 1995 sehen wollte und nicht bekommen habe, ja. Weswegen ich den ersten Film auch nie so wirklich in mein Herz schließen konnte wie viele andere. Ja, ich gebe ja zu, dass der Film ein gewisses Potenzial beinhaltet, weshalb man ihn lieben kann, aber bei mir war das nicht so. Aber deine Fatality, da saß ich davor und du kannst sie fragen. Und das mag bei Daniel was heißen. Da kam Leben in den Mann, ja. Er sehr viel brutales Zeug, also es mag schon was heißen. Okay. Ja. Warst du da dabei, als die Frau halbiert worden ist? Ja, also der Prozess der Halbierung hat sich hinweggezogen über mehrere Tage. Ja. Wo dann, also wir haben wirklich so eine praktische Puppe benutzt, die sich dann, die auseinandergezogen wurde von zwei Menschen und dann ein Dritter hat dann noch auf den Knopf gedrückt, wo das Blut rauskam. Ach, geil. Und das Ding haben die dann auch immer, weiß ich noch, so außerhalb vom Set dann immer probiert irgendwie zu starten und man hat das Ding die ganze Zeit gesehen, wo man auch war, irgendwie war immer diese Puppe mit zerschnitten im Körper da. Aber das finde ich gut. Ja, eben, weil das wäre ja einfacher, würde man meinen, das per CGI zu machen und fertig ist. Aber wenn da zumindest versucht wird, nicht nur in richtigen Sets und so zu arbeiten, sondern auch mit richtigen Puppen und weiß ich was alles, ist das ja einfach. Das merkt man als Zuschauer auch. Ja, ich habe da noch irgendwie Behind the Scenes selber gedreht von diesem Ding. Muss ich mal hochladen, irgendwie die nächsten Tage. Ja, mach mal. Ja. Da können die Leute, haben sie ein besseres Verständnis dafür, wie wir das gemacht haben. Aber das war schon Weil da hatte ich mich dann wirklich gefragt, so, okay, ne, so ein Teil, der Hut ist natürlich dann wahrscheinlich auch digital, wenn er sich dreht. Also die Säge oder diese Kreissägenfunktion. Genau. Aber trotzdem war ich halt, als ich gesehen habe, wie dieses Fleisch auseinandergeht, war ich dann schon so,
Ah, okay. Ist das tatsächlich dann ein praktischer Effekt? Also ist das jetzt eine Puppe oder eine Attrappe, die sie da benutzen? Oder ist es eine Kombination aus beidem? Und für mich war es eine Kombination aus beidem, aber trotzdem, obwohl man ziemlich viel Digitalblut sieht, das im Film umherspritzt, war ich dann doch überrascht, wie ekelhaft es zum einen wirkt und halt wie saftig. Saftig. Und zum anderen halt erfreut, dass ich halt eben nicht genau sagen konnte, ob das jetzt ein digitaler oder ein praktischer Effekt war. Ja, ja. Aber wie gesagt, der Regisseur hat viel Wert darauf gelegt, dass das Ganze so praktisch wie möglich, so real wie möglich umgesetzt wird. Weil ich glaube, man kann auch ab einem bestimmten Punkt nicht mehr mit, also zumindest in der heutigen Zeit, vielleicht noch nicht ganz so dieses CGI ersetzen. Die Realität durch CGI ersetzen. Ich war, glaube ich, einmal in so einem Trailer, in so einem Wohnwagen, wo die ganzen Puppen da gelagert wurden, bin da zufällig rein und das würde mir nicht passieren. Nein. Gab's auch einen Moment, einen sehr schmerzhaften Moment? Also hast du mal irgendeinem eine verpasst, die wirklich ein bisschen zu hart war oder wo du halt zu schnell warst? Oder hast du selbst mal eine bekommen, wo du vielleicht nicht aufgepasst hast oder eben dein Kollege irgendwie das Timing nicht richtig abstimmen konnte? Bei dem Film nicht, also in der Vergangenheit ja, schon öfter mal. Was war das? Ich meine, von Jackie Chan wissen wir alle, ne? Er ist von der Mauer gestürzt, hat das Loch im Kopf mit dem Stopfen, ja. so. Also der hat wirklich die legendärsten Verletzungen. Aber hast du dir mal irgendwie eine richtig üble auch zugeben müssen? Zum Glück noch nicht. aber es gab schon ein paar, ich hatte schon Nahtoderfahrungen. Also das ist mir schon passiert, zweimal. Jetzt musst du aber erzählen. Jetzt muss ich auspacken, ne? Ich habe auch einmal meine Hüfte nicht mehr gespürt. Für 3 Tage bin ich auch von so einem Ding runtergefallen. Alter. Und dann dachte ich schon so, hey Leute, ich irgendwie ein Teil meines Körpers nicht mehr, irgendwas da ist doch schon. Nicht richtig, nicht in Ordnung. Das Ding, das hat sich dann wieder gelöst von selbst. Ich bin einmal bei einem Film, vielleicht kennt ihr den auch, Dragon Blade heißt der, das ist auch mit Jackie Chan und Adrian Brody und John Cusack. Ach, das ist diese, ja, die Co-Produktion, ja, 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 ja. Ja, genau, die Co-Produktion. Warte. Oh, der hat einen anderen deutschen Titel. Ich glaube, heißt der irgendwie. Nee, der heißt schon Dragonblade. Ja. Auf Deutsch auch? Mhm. Ja, okay. Ja, jedenfalls ich bin früher mal als kleiner Junge geritten so und an dem Set waren, glaube ich, gefühlt 70 Pferde, 30 hier und 35 da, die aufeinander zu geritten sind. Und wie in so einer Schlacht eben und Stunt-Koordinator meinte, ey, Max, kannst du reiten? Ich so, ja, kann ich. Und ich mich versehen habe, war ich dann auf dem Pferd und sollte die Truppe da anführen. Alter. Und musste dann halt vom Pferd stürzen und so. Und habe halt dann nur so aus der POV gesehen, wie die ganzen Pferde so über mich drüber galoppieren. Und zum Glück ist nichts passiert, aber das mussten wir halt auch so 10 Mal, aber vielleicht so 6, 7 Mal wiederholen, das Ding. Und da hat schon gekribbelt so im Bauch. Das andere war so mit Wasser, finde ich auch ganz eklig. In so einem Strudel bin ich in so, also es war ein strömender Fluss, mhm. wo ich dann in so einen Strudel reingekommen bin und nicht mehr wirklich rausgekommen bin und mich dann so gedreht haben. Und das Problem war einfach, unterm Wasser waren so große Steine. Und die Gefahr war halt die ganze Zeit, dass man irgendwie sich den Kopf oder so aufschlägt. Du kannst ja auch da nichts planen, ne? Das sind ja so unberechenbare und unplanbare Komponenten irgendwie. Nee, kann man sowohl nicht. Sowohl Pferde als auch halt Wasser. Ja. Und vor allem, du sollst ja auch dann schauspielern in dem Moment. Also wenn du dann, also jetzt, blöde Frage vielleicht, ne? Aber du rufst dann vielleicht um Hilfe oder sagst, es klappt hier nicht oder wie auch immer. Also wann merken die anderen Leute am Set, dass es gerade wirklich schief geht und nicht mehr Stunt ist? Also in dem Fall waren sie sehr weit weg. Da haben sie, glaube ich, nichts mitbekommen. Oh, der macht da sein Ding. Kamera draufgehalten und so, ah, okay. Sieht gut aus. Sieht echt aus, ja. Während ich das. Der spielt das aber gut. Aber in der Situation muss ich halt einfach Ruhe bewahren. Habe ich mir gedacht, okay, Hände hier hin, damit ich mich schütze und nichts passiert. Und bin dann zum Glück wieder hochgekommen. Wurde dann aus dem Wasser gezogen und so, aber so Wasser in der Lunge gehabt und so, aber. Hallo. Ja. Aber gibt's ist das? Ja, genau. Entschuldigung. Was? Nee, ich wollte mich nur nach Sicherheitsvorkehrungen erkundigen. Ist nicht jeder Stunt
abgesichert? Nimm mir nicht die Illusion. Das ist Nein. Ja und nein. Also man versucht natürlich so weit wie möglich, also Sicherheit oberste Priorität, sich zu abzusichern, so gut wie möglich. Meistens ist es bei den kleinen Sachen, wo die Stunts, die Unfälle passieren, bei den Stunts, weil man da eben nicht so viel Vorsichtsmaßnahmen einführt. Ja. Und wie bei den großen Dingern, wenn man irgendwie von einem Dach aufs andere knallt und dann noch auf dem Auto und dann unten irgendwie landet, das wird ja tausendmal rehearsed und durchgeübt. Und da sind dann auch alle fokussiert, aber bei kleinen Sachen ist es dann immer wieder so, dass Sachen passieren. Ja, man muss aufpassen. Wollen wir noch eine Runde zocken oder wollen wir uns noch einen Clip angucken? Lass uns noch den letzten Clip angucken und danach noch vielleicht eine Runde zocken. Das schaffen wir doch, oder? Alles klar. Gucken uns noch mal einen Clip an und dann zocken wir eine Runde. Okay. Ey, Taslim und Sanada? Mhm. Ja, ich meine, sind beides auch so coole Hunde und Schauspieler. Ja, sind richtig. Hast du mit denen, konnte man mit denen so ein bisschen Kontakt haben? Es war der Hammer. Also, ich muss wirklich, das muss ich ganz klar betonen. Wir waren so außerhalb des Sets, also, wenn wir frei hatten und so, wir haben uns immer irgendwie zusammengetroffen und in unserem Hotelzimmer irgendwie über Martial Arts Filme und so philosophiert und geguckt und das war echt super, weil man irgendwie jemanden getroffen hat, der irgendwie so das Gleiche macht erstmal und auch irgendwie man konnte sich super unterhalten und wir sind so wirklich so als Familie zusammengewachsen. Also da gab's auch, ich hatte nämlich gedacht am Anfang, oh, es sind so viele asiatische Schauspieler, die auch so alle im gleichen Alter sind, gibt's da nicht irgendwie so Konkurrenz-Battle oder sowas, aber das hat wirklich, muss ich noch mal betonen, es hat gar nicht stattgefunden und es war echt so eine Gemeinschaft. Ich glaube, es kommt auch wirklich dadurch, dass der Regisseur hat uns echt so irgendwie zusammengebracht und irgendwie jedem auch das Gefühl gegeben, dass man irgendwie dazugehört und seinen Teil bringt und das hat es, glaube ich, ausgemacht, dass man so eine geile Zusammenarbeit hatte. Ja, und es ist auch eigentlich auch cool, dass man mal wieder einen Kampfsportfilm hat, auf den der Fokus oder dessen Fokus schon etwas größer ist, sage ich mal. Auf jeden Fall. Also wenn man überlegt, ich fand, glaube ich, den letzten geilen Martial Arts Film aus Hollywood eigentlich Enter the Dragon, aber das ist schon Das ist aber wirklich eine Weile her. Aber sowas wie John Wick oder so. Okay, also, sorry. Klar, da ist viel Geballer auch und so, aber es geht ja auch. Aber da waren ja auch die Kollegen dabei, ne? Also da waren ja die indonesischen Kollegen mit dabei und japanische mit. Stimmt. Ja. Das muss man auch sagen, ja, stimmt. Ja. Nee, aber das wäre jetzt so mein Favorite, glaube ich, Enter the Dragon. Und klar, es gab dann noch andere gute Sachen, die du gerade genannt hast. Ja, aber wenn ihr da im Hotelzimmer hockt, ne? Denn ich meine, du schnappt dir gern Pet. Du musst jetzt halt die Fragen beantworten beim Zocken. Ja. Wie gesagt, willst du starten, Daniel? Ich tue so, als hätte ich eine Ahnung. Nee, starte du. Du kannst doch gern Kung Lao nehmen, ne? Achso, ja. Nimm gern Kung Lao. Okay, ich habe auch bisher hauptsächlich mit Kung Lao natürlich gespielt, weil ich mich da auf die Rolle vorbereiten wollte. Und genau, Recherche bitte. Komm, damit es eine Verbindung hat, soll ich mal Liu Kang nehmen? Auch wenn die eigentlich. Das heißt, du hast schon die Moves von ihm so versucht mit in deine. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das knallhart so in Slow Motion mir immer und immer wieder angeguckt, was macht der da eigentlich? Du kannst auch gerne da angucken, das ist, glaube ich, einfacher für dich, oder? Okay, Oder siehst du? Muss ich irgendwo. Oder direkt noch geradeaus. Ach, guck mal. Ey, du musst nur X nochmal drücken, glaube ich. Okay, ich kann mir noch die Skin auswählen, genau. Ne? Ja, bleiben wir noch mal hier bei Rot. Dann machen wir doch einfach mal. Hast du einen Hut mitgenommen eigentlich? Von den verschiedenen, die du hattest? Ich hätte sehr gerne gemacht, aber. Haben sie nicht erlaubt? Leider nicht. Also man hört ja immer wieder Stars, die irgendwelche Sachen vom Set klauen, ne? Ich. Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht in die Teufelsküche komme. Ja, guck mal, der hat schon richtig Zacken am Hut. Aber welchen Martial-Arts-Film guckt man sich dann an, wenn man mit Joe Taslim
und Sanada in einem Raum sitzt? Wir haben sogar von Joe Taslim selber die ganzen Sachen, also The Raid oder so, immer wieder geguckt. Finde ich auch echt super, was die da gemacht haben. Speerspitze. Weil der Film einfach Spannung die ganze Zeit aufbaut und hält über den ganzen Film. Was mache ich da eigentlich? Ja, du musst labern und kämpfen gleichzeitig. Ja, das ist wirklich schwierig. Wir kennen das von Let's Plays. Du hast das schon mal gezockt, ne? Glaube ich so. So vor vier Monaten das letzte Mal, ja. Alter. Oh, das ist ein Fatal Blow. Den kannst du, wenn du L2 und R2, dann hast du einen relativ mächtigen Move. Ja, guck mal. Den Move kann ich auch. Das würde dir nochmal einen Schub geben, aber gleich ist vorbei. Ah, komm, mach fertig. Ha. Aber es war ja nur die erste Runde. Es war nur Runde 1. Genau. Erste Runde aufwärmen. Das heißt noch gar nichts. Ich muss mich erst mal aufwärmen. Und danach bitte in echt, ihr beiden. Oh. Okay, versuchen wir jetzt mal Sandro abzulenken. Das ist, glaube ich, etwas vorhersehbar. Sandro, welche Filme stellen wir morgen bei Kino Plus vor? Natürlich Mortal Kombat. Dann diesen neuen Zack Snyder-Film. Army of the Dead. Das war übrigens richtig unangenehm. Army of the Dead. Habe ich dich, einmal schon irgendwie gehauen? Okay, warte, ich mach mal kurz nichts. Du kannst mal ein bisschen zeigen, erzähl mal über. Was du glauben kannst. Ja, guck mal hier. Läuft doch. Alles klar. Ich hoffe, dass wir eine Fatality sehen. Ah, nee, das war zu viel, oder? Warte. Finish it. Was drückst du da? Ah, fuck. Zu weit weg. Also, die Leute sehen ganz klar, ich bin kein Gamer, ne? Das war leider nicht meine Fatality, sorry. Aber ich gebe mir alle Mühe der Welt, um hier irgendwas zu reißen. Aber du hast ja, okay, zweimal in Folge, heißt, ich habe hoch verloren. Ich bin einfach so froh, dass wir das nicht in echt machen. Das ist Fakt. So, da kann ich dir nichts vormachen. So. Aber wir können ja trotzdem nochmal Daniel gegen dich antreten lassen, ja, damit er mit seinem Robocop nochmal spielt. Du hast das auch schon mal gespielt, ja? Mach du mal. Ja? Ich glaube, du entscheidest, du musst einen runtergehen und dann einen neuen Kämpfer wählen. Ja. Oder kannst du was drücken? Genau, dann könnt ihr noch mal gegeneinander zocken. Jetzt will ich mal Robocop nehmen. Unten links ist er. Ja, okay. Das ist so geil, wen die alles dazu zugepackt haben. Also du kannst gerne noch mal Kung Lao nehmen. Ich unterstütze jetzt mal meinen Bro. Siehst du? Liu Kang. Kannst du eigentlich den, das wollte ich vorhin schon noch fragen, den Darsteller schon vorher von Liu Kang? Weil es ist ja wichtig, dass da eine Ja, wir kannten uns 8 Jahre, bevor wir Mortal Kombat gedreht haben, haben wir so ein Independent-Film in China gedreht, wo ich damals noch Stunts gemacht habe und da einen der Schauspieler gedoubelt habe. Und Ludi heißt er ja, Ludi Lin. Wir. Komm, im Auto angefahren, wie geil. Genau, versuche gerade hier gleichzeitig zu reden und zu spielen. Ja, ist gut. Was kann Robocop? Ich habe mit dem noch nie gespielt, keine Ahnung. Putz! Du bist wahrscheinlich sehr viel schneller. Kann der überhaupt treten? Hey, guck mal, warum bin ich besser als Liu Kang, als Kung Lao? Warum kann ich nichts machen? Ey, was hat denn der für eine Reichweite? Verdammt! Ja, vor allem ist Robocop langsam. Der ist wirklich langsam wie die Hölle. Roboschreck, ey. Murphy, mein Name ist Murphy. Ey! Bisschen behäbig ist das Wort, das mir da ist. Jetzt komm. L2, R2, Daniel. Ich gerne mal meine Nunchucks auspacken. Guck mal, mit Waffen kann er nur umgehen. Weißt du, die Waffen von Max sind die Fäuste. Richtig. Oh, das wird eng! Nein! Liu Kang siegt! Vor der Shaolin. Aber Runde 1 war das noch. Ja. Okay. Toll. Batz. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, genau, wir haben uns halt vor gefühlten 8 oder 10 Jahren kennengelernt am Set und seitdem sind wir halt so die Shaolin Bros. Geil. Die Shaolin Bros. Haben die da beim Casting dann drauf geachtet? Oder wie? Also das, oder nee, war das gar nicht. Das war wirklich Zufall. Krass, weil das ist ja wirklich eine Verbindung der Charaktere. Und wenn ihr die auch habt, dann ist das ja umso L1 kannst du mal drücken, da macht er irgendeinen Special Move. Nein, nein, nein! Yes. Ja, zumindest ein bisschen.
Hier wird angefeuert von außen. Ich hoffe mal, dass man das hört. Ja, Schrank, jetzt musst du aber auch. Ach. Guck mal, 1-1. Und jetzt finale Runde. Oh. Robocop siegt. Alright. Uphold the law. Final round. Sehr schön. Ich kann, glaube ich, mit Robocop gar nicht spielen. Der ist so lange. Ich nehme nur noch Robocop. Au! Sag mir noch mal irgendeinen. Ich kenne leider. Ihr könntet kurz auf irgendwie Pause gehen, dann seht ihr die Special Moves von der jeweiligen Person. Ich kenne bei beiden. Dafür haben wir keine Zeit. Wir unten Hallo, ich bin der absolute Laie in diesem Spiel. Special Moves. Unten links X oder so, das kann man alles mal versuchen. Aber das ist natürlich, jeder Charakter hat ja andere Special Moves, das heißt, die müsste man sich vorher alle machen. Ja! Aber ich finde, ihr macht das gut. Batz, batz. Jetzt kannst du L2, R2 drücken. Nein, 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 nein! Könnt ihr beide L2? Ja, jawoll! Richtig gut, das ist nämlich L2, R2. Jawoll! Da, guck ihn dir an! Den macht er sogar im Film. Das ist eine richtig geile Sache. Richtig, ja. What? Oh, ich lebe noch! Finish. Nee, kannst du vergessen. Wie kannst du vergessen? Aber ich hab, ich hab auch nicht mehr viel. Ne? du könntest deine. Ja. Was? Da warst du aber nicht ganz so gnadenlos. Du hättest noch die Fatality machen können, aber so reicht's ja auch. Ja. Stimmt, oder diesen Bicycle Kick. Ne? Ja, den fand ich auch cool, ja. Aber den mag ich eigentlich tatsächlich etwas lieber, wenn den jemand in Real Life machen kann. So wie Jet Li zum Beispiel gerne mal gemacht hat. Aha. Obwohl das ja auch dann mittlerweile ein bisschen Off-Wirework war, ne? Aber wie war es bei Liu Kang? Ja klar, also die Moves, die muss natürlich irgendwie mit Seilunterstützung machen. Ne? Aber nur also, zur Sicherheit. Weil sonst ich weiß nicht, wer sonst 8 oder 10 Kicks. Ja, gerne, das war 8 oder 10 Kicks. In der Luft machen kann. Ich bin ja immer schon wieder fasziniert, ich bin ja wirklich fasziniert von Scott Adkins, wenn er seine Triple-Pioretten da in der Luft oder seine Trippelschrauben da in der Luft macht und dann noch. Max hat gewonnen, Tom. Nochmal direkt. Ich muss meinem Sohn erklären, dass ich verloren habe. Ein schwieriger Moment in dieser Geschichte. Aber gut. ja, also wenn der halt wirklich da so dreifach durch die Luft zwirbelt und so, das ist. Ja, ist schon krass auf jeden Fall. Sehr beeindruckend. Kannst du sowas auch? Ich würde lügen, wenn ich Nein sage. Dann räumen wir mal kurz den Tisch bei. Ich glaube, sonst landet man auch nicht im Team von Jackie Chan. Also, allerhöchsten Respekt, wirklich. Das. Ja, immer wieder geil zu hören. Wirklich, ich find's wirklich cool, dass man, also du hast wahrscheinlich die Filme auch als kleiner Junge gesehen und hast dir gedacht, Mann, das ist schon mit der geilste Lifestyle, den man haben kann, oder? Also meinst du jetzt Schauspieler zu sein oder? Ja, aber generell so, wenn man halt alles sieht, was Jackie so gemacht hat in diesen Filmen und dann halt auch noch eben durch den Zusatz, dass er ja am Ende immer gezeigt hat, was mal schief gegangen ist oder wie es beim Dreh war, du hast sowohl gesehen, dass es schmerzhaft sein kann. Du hast sowohl gesehen, dass sie an geile Locations irgendwie fahren. Du hast aber auch gesehen, wie die mit der Bevölkerung interagieren oder wie halt auch das Team immer wieder irgendwie, sag ich mal, sehr herzlich miteinander ist, so, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Also man geht da echt auch so durch Höhen und Tiefen, weil man lernt sich auch kennen. Über, weiß ich nicht, 3, 6 Monate arbeitet man so als Filmcrew zusammen. Und wenn man dann irgendwie in der Wüste Gobi ist und es gibt nichts anderes außer die Leute um einen herum, dann wächst man natürlich zusammen so und erlebt. Also ich bin so an Orte gekommen, an die wäre ich sonst so als Tourist wahrscheinlich, hätte ich keine Chance gehabt, da irgendwie hinzukommen und vielleicht auch nicht das Bedürfnis gehabt. Aber ein super spannendes Leben und eine super spannende Karriere und ändert sich auch immer wieder von Job zu Job und Szenario zu Szenario. Also bin mal echt gespannt, was so als nächstes alles kommt. Wir auch. Ja. Wir können, glaube ich, geschlossen sagen, dass wir alles Gute auf jeden Fall wünschen, dass wir ganz gespannt sind, was da in Zukunft kommt. Hoffentlich The Return of Kung Lao. Das Also, wenn du noch mit deinem Hut noch mehr, wenn sie noch mehr Tricks mit deinem Hut auf Lager haben und noch mehr Puppen im Keller, die sie auseinanderreißen wollen, ich bin dabei. Genug Gegner gibt's auf jeden Fall noch, die du zerlegen könntest. Ja. Ich dachte, habt ihr sonst noch eine Frage? Wollt ihr noch irgendwas wissen? Noch eine Frage? Ich könnte stundenlang mitmachen. Ich wollte sagen. Okay. Dann aber jetzt würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, vielen, vielen Dank. Viel, viel Glück und viel, viel Erfolg auf deinem weiteren Wege. Und ja,
Falls du zu groß werden solltest, ich hoffe, du findest trotzdem noch mal die Gelegenheit, hier bei uns in Hamburg vorbeizuschauen. Ach, klar, immer noch. Ja, geil. Und yo, nicht? Oder wie so? Ja. Und wenn du wirklich irgendwas angehen solltest im Bereich selbst Film machen, also wenn du wirklich deinen eigenen Film aufziehen solltest, sag mir gerne Bescheid. Wir kümmern uns. Lass ihn nicht los. Nee, wir sorgen für alles. Pass auf, ich muss ja auch gleichzeitig für meinen Kollegen Etienne fragen. Ja, der braucht weil der sonst wirklich, wenn der miterfährt, dass wir irgendwie ja, Kontakte zu einem Filmprojekt haben, dann kommt die allererste Frage: Wieso bin ich nicht dabei? Sonst ist er wieder enttäuscht. Ja. Und dann ist er wieder enttäuscht und ne, also ich versuche nicht nur abzusichern. Von denen gibt's auch eine Bewerbungs-DVD, hat doch mal jemand zusammengeschnitten, wie er seine ganzen Emotionen zeigt. Das reiche ich dir mal rum. Okay. Geben wir dir. Vielleicht kannst du ihn irgendwo einbauen. Aber ansonsten, ja. Vielen Dank, Max. Ich hoffe, wünsche dir noch einen schönen Abend in Hamburg und eine gute Rückreise dann, wo immer du dann hin musst. Mhm. Ja. Und ansonsten, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Bock auf Mortal Kombat oder eben ein paar interessante Infos jetzt noch zu Mortal Kombat bekommen. Und ansonsten, dass wir uns auch dann ja in der nächsten Woche wiedersehen, wenn wir wieder Bada Binge haben und Kino Plus und Tease Me und so weiter und so fort. Vielen Dank, Sandro. Vielen Dank, Silke, fürs Einspringen. Vielen Dank euch. Und tschüss. Schönes Wochenende, schöne Woche. Ciao. Was auch immer. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.